Ja, herzlich willkommen hier im Weißen Salon des Parlaments. Christine hat schon geglaubt, dass man wirklich ins Parlamentsgebäude gehen und sie das auch kennenlernt. Es ist auch schön hier, aber das Parlamentsgebäude direkt ist es nicht. Die erste Enttäuschung, die zweite Enttäuschung ist, ich bin nicht Moni Warner. Die Monika Warner lässt sich ganz herzlich entschuldigen, es tut ihr total leid, sie ist kann nicht kommen, wäre sehr gerne gekommen. Ihr verdanken wir das Buffet, wirklich schade, dass sie nicht hier die Moderationsrolle übernehmen kann, deswegen, weil ja sowohl das Thema Demokratie ein großes Anliegen ist, als auch die europäischen Entwicklungen, sie ja auch bei den europäischen Grünen sehr aktiv ist. Also sehr schade, vorlieb nehmen, müssen Sie mit mir, mein Name ist Andreas Novi, ich bin Obmann der Grünen Bildungswerkstatt, bin insofern in die Veranstaltung auch intensiv involviert, weil ich die Christina Asensi im Sommer kennengelernt habe auf der Sommerakademie der Grünen Bildungswerkstatt und mir gedacht habe, das verdient ein größeres Publikum und sie jetzt eben anlässlich des Zukunftskongresses, der in 2 Tagen in Graz stattfindet, in Österreich ist und wir dann eben gemeinsam überlegt haben, weil auch die Dani Musiol dort eine wichtige Rolle hat, ob wir nicht in Wien auch eine Veranstaltung machen und aus dem ist diese Veranstaltung entstanden. Dank auch an dich und den Parlamentsclub und dann natürlich insbesondere auch an die Grüne Bildungswerkstatt Wien, die nämlich die ganze Werbung und Organisation da wesentlich mitgetragen hat und das ermöglicht hat. Und so sitzen wir hier. Dann sage ich es auch noch ganz kurz, weil die einzige Person am Podium, die noch nicht erwähnt wurde, Herr Mayer, der dann auch naheliegend, wie wir geredet haben, eine Person ist, die da was Spannendes zum Thema wirkliche Demokratie beitragen kann und gedacht ist es als eine Diskussionsveranstaltung mit einem Fokus deswegen, weil es einfach spannend ist, ein bisschen mehr auch zu hören, was sich in anderen Teilen Europas abspielt. Meine Erfahrung ist, wir wissen sehr wenig über insbesondere die Peripherie Europas und wenn wir das Thema Demokratie hernehmen, dann war Spanien im letzten Jahrhundert schon einmal ein sehr bedeutsamer Ort im Kampf um Demokratie. Die Spanische Republik, die Zerstörung und Zerschlagung von Demokratie war ein nicht unwesentlicher auch Vorläufer des Zweiten Weltkriegs und die Franco-Diktatur, die gefolgt ist, hat dann bis in die 70er Jahre gereicht. Ne? Christina, jetzt ist ein anderes Jahrhundert, jetzt gibt es eine Bewegung, die heißt Demokratia Real, die sich sehr stark gegen die Sparpakete und gegen Entdemokratisierungsprozesse in Spanien organisiert hat. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie das bei euch läuft, was für ein Demokratieverständnis ihr habt, was wirkliche Demokratie für euch ist. Bitte. Und eine Sache noch, wir werden hier gefilmt, das habe ich jetzt vergessen, Peter Horn von der bekannten, meistens wahrscheinlich bekannten Internetseite ichmachepolitik.at, die sich demnächst in ZIGTV umbenennen wird, zivilgesellschaftliches Fernsehen. Dort kann man die Veranstaltung dann auch in ein paar Tagen nachschauen, wenn es ganz spannend war oder wenn man sich an was erinnern will oder andere informieren, was sie denn versäumt haben. Und jetzt bitte Christina. Ja, danke. Zuerst bedanke ich mich für die Einladung der Grünen Bildungswerkstatt. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und mit euch ein bisschen diskutieren zu dürfen, was für ein Verständnis von Demokratie wir haben. Ich denke, das ist besonders wichtig in diesen Tagen, da so viel über die Europäische Union geredet wird. Da
das europäische Projekt, gerade das Nobelpreis für Frieden bekommen hat und da Europa eigentlich die Summe der verschiedenen Nationen ist, die drin sind, ist es besonders wichtig, dass wir ein Verständnis davon haben, was passiert in den verschiedenen Ländern. Und ich freue mich auch, dass du, Andreas, die Franco-Diktatur erwähnt hast, wenn ich denke, wenn wir über Demokratie in Europa reden, dann vergessen wir oft, dass Demokratie in den südeuropäischen Ländern nur ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts möglich war und dass das weitreichende Konsequenzen hat für die Demokratie, die wir jetzt haben. Und warum ist eine Bewegung entstanden, die echte Demokratie heißt, weil wir denken, dass obwohl wir Demokratie haben, darf Demokratie nicht nur in einem prozedurellen Sinn verstanden werden. Also Demokratie ist nicht nur, dass wir jede 4 Jahre wählen dürfen. Das ist ein Teil der Demokratie, das ist sehr wichtig. Davor hat nicht nur die Generation meiner Großeltern gekämpft, als sie sich die faschistischen Putz wiedergesetzt haben, sondern auch die Generation, die in den 70er Jahren ermöglicht hat, dass die Diktatur zu Ende ging. In diesem Kontext sehen wir uns, aber ich denke, und das möchte ich mal als einen ersten Vorschlag vor die Diskussion einführen, dass man die Demokratie weiter kämpfen muss, heute in Europa, denn es reicht nicht, jede 4 Jahre wählen zu dürfen, sondern Demokratie ist auch die Teilhabe an politischen Entscheidungs- und Erfindungsprozesse und an der öffentlichen Diskussion, was für eine Gesellschaft wir möchten, wie möchten wir zum Beispiel aus dieser Krise herauskommen. Da habe ich eine Präsentation mitgebracht. Ich werde allerdings. Hast du einzelne Folien oder eins nach der anderen? Ja, eins nach der anderen ist gut. Ist hier. Ja, genau. Deswegen. Ich werde die Präsentation nicht Diapositive per Diapositive umfassend eingehen, weil ich denke, es ist wichtiger, die Diskussion, dass wir danach haben können über die verschiedenen Verständnisse, was wir glauben, es in Europa an Demokratieanforderungen braucht. Aber der Andreas hat gedacht, es ist gut vor, es ist gut hier in Österreich zu zeigen, was sich gerade in anderen Ländern, in südeuropäischen Ländern und konkret in Spanien passiert. Das ist Madrid am 29. März 2012. Dieses Foto wollte ich euch zeigen, denn es ist genau oder fast genau ein Jahr später, als die Bewegung entstanden ist. Also das ist nach einem Jahr. Die Bewegung ist entstanden in eine ähnliche Demonstration am 15. Mai 2011. Das ist ein Jahr später. Das ist der Generalstreik, den letzten Generalstreik, das wir gehabt haben. Und das zeigt, dass es nicht erfüllt ist, weil, was viele prognostiziert haben, nämlich, dass die Bewegung nach der Besetzung der Plätze eigentlich nichts mehr zu tun hätte und keine Rolle mehr spielen würde. Wir haben ganz am Gegenteil gesehen, dass die Bewegung sich verwaltet hat, dass es jetzt auf Distriktebene organisiert ist und dass breite Bevölkerungsschichten sich in dieses Netzwerk engagieren. Gut. Diese Protesten, die es in Spanien gab,
und zum Teil auch in anderen südeuropäischen Ländern sehr wichtige Proteste gab es dieses letztes Jahr, gibt es immer noch in Portugal, in Griechenland, wurden als bloße Reaktion an eine Wirtschaftskrise dargestellt in den europäischen Medien. Und da war so mehr oder weniger das Motto, ja, es geht Ihnen sehr schlecht, deswegen gehen Sie auf die Straße. Es war vielmehr eine Legitimationskrise, das Problem, und das werde ich kurz erläutern, weil ich denke, dass es wichtig ist, vor dem Kontext dieser Demokratie, diese Demokratiediskussion. Nein, noch nicht. denn was in Südeuropa gerade passiert ist, dass eine Reihe von Maßnahmen, die als Austeritätspolitik bekannt werden, von einer Reihe von Institutionen, von europäischen Institutionen, an den nationalen Regierungen diktiert werden. Und diese Regierungen hatten da diese Maßnahmen nicht im Wahlprogramm. Diese Maßnahmen haben wenig demokratische Legitimation und werden als alternativlos präsentiert. Und der Grund dieser Alternativlosigkeit ist, dass es die Finanzmärkte erfordern, dass dass, um sich zu finanzieren, die Staaten Sparen brauchen. Ja, okay. Und dass es keine Alternative zu diesen Politiken geben. Und wenn man, wenn die Regierungen diese Politik vorstellen, dann sagen sie, ja, es kommt aus Europa, oder ja, es ist eine Forderung der Finanzmächte. Vor diesem Hintergrund sind mehrere Sozialabbaumaßnahmen getroffen worden, die so, um ganz vereinfachend darzustellen, einen Transfer von unten nach oben darstellen. So, zum Beispiel wurden 6 Milliarden Euro Kürzungen im Gesundheitswesen, es wurden mehrere Krankenhäuser zugemacht, es gibt keine Ersatzlehrer, etc. Und gleichzeitig wurden aber Steuersenkungen vor großen Unternehmen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro gemacht. Oder die Pensionen wurden gekürzt um 1,5 Milliarden Euro. Vermögenssteuer wurde abgeschafft vor 2,1 Milliarden Euro. Warum zitiere ich diese Beispiele? Weil diese Alternativlosigkeit der Sozialabbaumaßnahmen keine Alternativlosigkeit ist, sondern es ist eine politische Entscheidung. Was das heißt, ist ein Demokratieabbau, denn die Verantwortung vor politischen Entscheidungen an die Märkte übertragen wird. Das ist ganz, ganz speziell der Fall in Südeuropa mit den ganzen Pensionskürzungen, Privatisierung des Gesundheitswesens, Privatisierung des öffentlichen Bereichs, aber eben nicht nur, denn es auch in Westeuropa und Zentraleuropa vor Sozialabbaumaßnahmen diese Grund erwähnt wird. Ein anderen Beitrag zur Diskussion, das wir später diskutieren können, das im Hintergrund der Entstehung der Bewegung ist, und deswegen heißt die Bewegung Echte Demokratie, jetzt ist das parlamentarische Repräsentationssystem, wie wir als Parteiendemokratie bezeichnen können, trotz neuer technischer Möglichkeiten, wie die Entstehung des Internets, wie die neuen technologischen Möglichkeiten, die es gibt, vor die Beteiligung der Bürger, trotz dieser Möglichkeiten, sich nicht so ein System vermehrter Partizipation entwickelt hat. In diesem Kontext gehen kollektive Rechte verloren, durch Privatisierungen des öffentlichen Bereichs, durch Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, durch Ausgabekürzungen und so weiter.
vor diesem Kontext, einen Kontext, auch eine sehr schwierige soziale Situation in Spanien, denn wir haben ein Jahr nach der Einführung dieser Austeritätspolitik-Maßnahmen haben wir 23% Arbeitslosigkeit. Unter den Jungen ist das 54% Arbeitslosigkeit. Als Konsequenz eine Arbeitsmarktreform, die damit begründet wurde, dass es mehr Flexibilität braucht, dass das Problem der Arbeitsmarkt in Spanien ein Flexibilitätsproblem war, wurden die Kollektivverhandlungsrechte abgeschafft. Das heißt, die kollektive Verhandlungen sind jetzt in Spanien nicht mehr verbindlich, sondern jeder Unternehmen kann jetzt kommen und sagen, ja, sie haben mit uns einen Vertrag vor 2 Jahren ausgehandelt. Sie müssten ein Gehalt von, sagen wir mal, 1000 Euro haben. Jetzt ist aber das nicht mehr gültig vor uns. Also, Sie haben die Wahl, entweder eine Kürzung Ihres Gehalts bis zum Mindestlohn, das sind 600 Euro im Monat, oder aber dürfen Sie gehen, natürlich. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass das Geld, das Arbeitslosengeld, natürlich auch entsprechend gekürzt wurde im Rahmen dieser Austeritätspolitik. Die Mehrwertsteuer wurden massiv erhöht. Also alle Steuern, die gleich von allen bezahlt werden müssen, wurden von teilweise 8% und 16% bis zu 21% erhoben. Gas, Strom, Wasser, teurer gemacht, etc. Also ich möchte hier nicht die ganze Liste aufstellen, sondern nur nenne ich als Beispiel von ganz unpopulären Politiken, politischen Entscheidungen, die mit der Begründung gerechtfertigt werden. Es kommt aus Europa, es kommt aus Amerika, es gibt keine Alternative, etc. Und daraufhin hatten wir in dem Manifesto die Frage, wenn es keine Alternative gibt, wenn ich mit meinem Stimme im Parlament nichts ändern kann an politischen Entscheidungen, die mein Leben natürlich in weitgehenden Bereichen beeinflussen, gibt es dann Demokratie oder gibt es keine Demokratie? Das stand ein Manifesto im März 2011. Die, wie ich hier erkläre, die Bürger zum Kampf gegen Neoliberalismus und Korruption aufgerufen hat. Und als Konsequenz dieses Manifestos kam es zur ersten großen Demonstration in Madrid am 15. Mai 2011. Das hat es auch zu den West- und nordeuropäischen Medien geschafft, die Demonstration in Madrid, denn es wurde befolgt von der Berufung von öffentlichen Bürgerversammlungen in den Plätzen. Aber es war eben nicht nur in Madrid, die hier in den Medien gekommen ist, sondern in ganz vielen Städten, in über 70 Städten in Spanien. Das ist zum Beispiel eine Stadt im Norden, Bilbao, das ist Valencia. Und ich habe keine Bilder mehr zeigen wollen, aber es war in über 70 Städten der Fall. Diese Demonstration wurde gefolgt von einer Reihe von Bürgerversammlungen, wo man kollektiv diskutiert hat, was für Mindesteinforderungen wurden jetzt die verschiedenen Bewegungen dabei. Ist zum Beispiel die Grüne Bewegung, es ist die Frauenbewegung, die globalisierungskritische Bewegungen, aber auch eine Reihe, eine ganz große Gruppe von Bürgern ohne politischen Hintergrund, die gekommen ist, um zu diskutieren, was für Mindestanforderungen gäbe es, um aus der Krise gemeinsam und in einen gerechteren Weg auszukommen. Wie es hier sagt, diese Bewegung ist eigentlich ein Netzwerk, es verbindet hunderte von sozialen Bewegungen, Plattformen wie Echte Demokratie jetzt
und eine unbekannte Zahl von Einzelbürgern. Die Plätze wurden dann, wie es hier auch in den Medien zu sehen war, als ein Forum der politischen Diskussion benutzt, um eine Reihe von Mindestanforderungen zu entwickeln. Und als wir dann die Besetzung der Plätze zu Ende gemacht haben, als wir diese gemeinsamen Anforderungen schon entwickelt hatten, sind wir jetzt auf Distriktebene organisiert. Da treffen sich in eine auf Distriktebene verschiedene Bürger, die keine Bewegung angehören und auch Bewegungen und verschiedene Plattformen, alle gemeinsam in der 15. Mai Bewegung Struktur, treffen sich normalerweise wöchentlich in Versammlungen. Und diese verschiedenen Versammlungen, die sehr viel mit den Nachbarschaftshilfen zu tun haben, also sie sind im Distrikt-Level organisiert, sind koordiniert auf regional und nationale Ebene. Wir organisieren uns, wie ich erwähnt habe, in Versammlung, in der wir partizipative Demokratie nicht nur als Hauptaufforderungen haben, sondern auch als Hauptorganisationstool, um zu entscheiden, was sind die Mindestanforderungen, die wir gemeinsam vertreten möchten, was für eine Strategie möchten wir vertreten. Das funktioniert in den alternativen Anforderungen kollektiv in Arbeitsgruppen erarbeitet werden und dann diesen Bürgerforen, die sich wöchentlich treffen, zur Entscheidung gebracht werden. Und damit möchten wir uns nicht nur politisch engagiert, um Demonstrationen zu machen, sondern auch die herrschende Agenda in Frage stellen. Das haben wir zum größten Teil geschafft. Zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel sind die Räumungen von Wohnungen. Das ist ein dramatisches soziales Problem in Spanien, denn als Konsequenz der Immobilienbooms wurde eine sehr hohe Zahl von Hypotheken vergeben, die eigentlich unter sehr hohen Umständen vergeben wurden. Und es gibt jetzt das große soziale Problem, dass viele Familien ihre Arbeit verloren haben, ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können und natürlich von den Banken aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt werden. Aber das ist ein großes soziales Problem, weil es in Spanien keine sozialen Wohnungen gibt. Es gibt keine Sozialmieten, es gibt überhaupt kein Recht auf Dach über den Kopf, auch wenn es in unserer Verfassung verankert ist. Aber die Tatsache ist, dass es keine soziale Mindestsicherung gibt und dass viele von diesen Menschen, die aus ihren Wohnungen vertreiben werden, einfach ohne Dach über den Kopf enden, auf die Straße enden. Daraufhin wurde innerhalb der Bewegung eine Plattform begründet, die gegen diese Zwangsräumungen kämpft, durch passiven Widerstand. Und das funktioniert, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie die Bewegung funktioniert. Das funktioniert durch ein ganz einfaches Tool, das ist ein GPS-Tool, in dem man sich, wenn man möchte, einschreiben kann. Man kann seine Handynummer geben und wenn es eine Zwangsräumung gibt, die mit Notiz kommt, es gibt um diesen Ort, um diese Uhr, dann werden SMS geschickt an alle, die sich da angemeldet haben und in einem Radius von 20 Kilometern sind. Dann kommt man und steht vor der Tour und verhindert, dass der Bankvertreter und die Polizei in die Wohnung kommen können. Und da muss den ganzen legalen Prozess von neu an angefangen werden,
Und so wurden Dutzenden von Zwangsräumungen gestoppt in den besonderen Fällen, wo diese Leute dann auf die Straße bleiben würden, weil sie keine Familie haben oder keine andere Möglichkeit, eine Wohnung zu finden. Das erkläre ich, weil diese Bürgersammlungen nicht nur ein Forum sind der politischen Diskussion, sondern es geht auch darum, dass es Solidaritätsnetzwerke entstehen, dass man den Nachbarn hilft, dass man den anderen Unbekannten hilft und Bedingungen des Vertrauens auch entwickeln kann. Ich werde jetzt enden, weil ich denke, die Diskussion, die wir noch haben können, wichtiger ist. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass es eine absolute gewaltfreie Bewegung ist, in dem man die Plätze, die es in den Filter gibt als Zentren der politischen Diskussion benutzt. Und es geht mir auch darum, das als Beispiel von Repolitisierung breiter Sichten der Bevölkerung, wie es in Spanien jetzt der Fall ist, wie es in Portugal der Fall ist oder in Griechenland der Fall ist, zu erläutern. Denn wenn wir die Demokratie nicht nur als ein prozedurelles denn wir in der Demokratie nicht nur ein prozedurelles Inhalt sehen, also jede 4 Jahre mal wählen zu dürfen, wenn wir am Gegenteil sehen, dass es die aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen in den politischen Prozessen, in die politische Deliberation und nicht nur in die Entscheidung nötig ist, dann brauchen wir natürlich Stellen, wo eine Repolitisierung stattfindet, wo die politische Diskussion eine zentrale Rolle spielt. Und damit werde ich jetzt zu Ende. Es interessiert mich viel mehr die Diskussion, die aus diesen kurzen Inputs dann herausgehen kann. Ja, vielen, vielen Dank. Bevor die Fragen kommen, leite ich über zum Erwin Meyer, der ja sehr lange schon, zumindest sehr intensiv in der Bewegung mehr Demokratie tätig ist. Denn ich habe jetzt auch beim Zuhören daran gedacht, sondern die letzte große Bewegung in Österreich, wo Demokratisierung dann mehr als ein Prozess war, sondern dann in gesellschaftliche neue Bereiche reingegangen ist, war am Anfang der Regierungszeit von Bruno Kreisky, wo es um Demokratisierung der Schule, Demokratisierung der Uni, Mitbestimmung, mehr neues Arbeitsverfassungsrecht, also so, das hat Demokratisierung aller Lebensbereiche geheißen. Welche Zeit ist das? Das waren die 70er Jahre. Ja, ich weiß. Land, ja, ja. Ulf Palme. Ja. In dieser Bewegung ist auch sehr merkwürdig, wie dieser Input von den 70er Jahren gekommen ist. Die Erfahrungen, die Bewegung basiert sehr viel auf den Erfahrungen der Selbstverwaltungsbewegungen in den 70er. Ja, also sagen wir, in Spanien die Demokratisierung beginnt, war das bei uns so der Höhepunkt des Wohlfahrtsdemokratisierung. Ja. Ihr habt ja euch intensiv beschäftigt mit mehr Demokratie. Was versteht ihr darunter? Wie kannst du das kurz vorstellen? Vielleicht auch schon den ersten einen oder anderen Bezug zu dem, was du gehört hast. Ja, ich stelle mir jetzt mal vor, mein Name ist Erwin Meyer, Sprecher von Mehr Demokratie Österreich. Also da ist der Name schon Programm. Unter Mehr Demokratie, das werde ich euch zeigen, verstehen wir im Wesentlichen direkte Demokratie, also mehr direkte Demokratie. Und was das wieder heißt und was echte direkte Demokratie und unechte direkte Demokratie ist, das werden wir auch erklären. Ich möchte aber vielleicht, sonst erwähne ich es nicht, aber in dem Zusammenhang hier erwähnen, dass ich auch Vorstand bin bei Democracy International.
Und das ist eine Vereinigung von Demokratie und speziell wieder Direktdemokratiebewegungen auf der ganzen Welt, also von Lateinamerika bis Asien, bis sehr viele europäische Länder, also da geht es vor allem um Südtirol, Belgien, Deutschland natürlich als größte Organisation und einige andere. Und die haben sich das Ziel gesetzt, gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise und der Eurokrise, diese Bewegungen, die jetzt hier entstehen, sozusagen auch inhaltlich, Steuern ist natürlich ein Blödsinn, aber sozusagen Einfluss darauf zu nehmen und anzubieten, hier auch strukturell etwas zu ändern. Also dass man auch über Spielregeln redet, weil das ist quasi eine Einstiegsrückmeldung. Die Folien, die ich dann zeigte, sind auch entstanden noch etwas, was auch sehr öffentlich war und auch durch die Medien gegangen ist, nämlich noch der Occupy-Bewegung. Die haben es auch geschafft in die ZIPs und in die sonstigen Nachrichtensendungen. Es war sehr viel Aufruhr, aber der Eindruck hat sich dann auch verfestigt, nachdem wir mit vielen Kontakt hatten von Occupy, dass eine starke Bewegung da ist, aber dass man auch inhaltlich schon wusste, was man will, nämlich das ist nicht die Rettung des Bankensystems, sondern die Rettung der Menschen. Aber die Gedanken über das, wie geht man das an und wie geht man auf die Spielregeln, die waren teilweise unterentwickelt, sage ich jetzt einmal. Da war man nicht sehr fokussiert. Und das sage ich gleich vorweg, da sehe ich eine große Gefahr, wenn das soziale Bewegungen nicht schaffen, auch über die Spielregeln zu sprechen. Wer hat sich denn das System so eingerichtet, wie es ist? Und wem dient es? Auf wessen Spielfeld spielen wir denn gerade? Pfeift da ein fairer Schiedsrichter? Wenn man das nicht in Frage stellt, dann wird man oft scheitern, dann läuft man an. Das in Österreich erlebt bei dieser Studentenbewegung und Unibesetzungen, ja, man hat eine Zeit lang die Straße, man hat die Kameras, aber nach 5 Wochen Straße und Kameras, irgendwann wird das dann auch müde. Und was ist dann? Hat man dann nicht mehr die Möglichkeit, auf die nächste Wahl zu warten und dann irgendeine politische Partei zu beeinflussen und für sich zu gewinnen und die greift das auf? Oder was gibt es denn da? Da muss es mehr geben. Nach dem Einstieg vielleicht auch noch eine kleine Anekdote. Ich war letztes Jahr durch Europa unterwegs mit einem Kreuzfahrtschiff und viele Urlaubsorte und da war zufällig auch in Athen und da war zufällig auch gerade die Besetzung. Habe ich dann einen Tag auf diesem Platz aufgehalten und mit allen Aktivisten gesprochen, was mich am meisten interessiert hat. Und da war dann auch ein Plakat, ich könnte es nachher raussuchen, wo dann auf Griechisch eben drauf gestanden ist, echte ist gleichzeitige Demokratie jetzt. Habe dann mit den Aktivisten gesprochen und die haben dann gesagt, ja, also wir wissen, wenn wir dann nur unsere inhaltlichen Forderungen haben und anrennen, das wird nichts werden. Wir müssen in der Sache entscheiden können und wir fordern sozusagen direkte Demokratie, sonst kann das sozusagen nicht umgesetzt werden. Das hat mich sehr gefreut. Das waren dort, glaube ich, 500 Partner oder 100, ja, und ein paar davon waren zur direkten Demokratie, also wollen wir nicht übertreiben, aber der Ansatz war dort vorhanden und das hat mir sehr gefallen. Ich gehe jetzt kurz in die Folien hinein, aber ich mache nicht alle durch, bei weitem nicht, weil das ist viel zu detailliert, aber 2 bis 3 Folien, nämlich gerade die Pyramiden, die ich in jedem Vortrag einbaue, die sind, glaube ich, ganz gut, weil die erklären, wie die Situation ist und was wir als Änderung wollen. Und nach den Pyramiden wird das dann meistens doch einigermaßen verstanden. Geht jetzt auf das Vollbild. Also wir haben jetzt einen Status Quo und der schaut so aus, wenn man das so ein bisschen, ich habe das mir aus Wikipedia rausgezogen, Gesellschaftspyramiden anschaut, nicht, ob das jetzt vom alten Pharao und Ägypten ist oder bis zu den mittelalterlichen Gesellschaften und bis heute, es gibt immer die oberen und es gibt sozusagen die unteren. Die Bezeichnungen haben sich halt geändert, aber sonst finde ich im System nicht allzu viel. Wir sprechen da von Bürgerinnen, Wählerinnen, Volk, Untertan, das sind die vielen und die da unten. Dann gibt es dazwischen, gibt es Parlamente, Landtage, Gemeinderäte, die sind eigentlich vom Volk gewählt und sollen das Volk vertreten, sollen repräsentativ sein als Anspruch. Ja, und dann gibt es oben die Zentren der Macht und das ist dann EU-Rat, Präsidenten, Regierungen, Landeshauptleute, Bürgermeister. Die sozusagen geben im Wesentlichen die Richtungen vor, machen die Entscheidungen. Ein Beiratsmitglied von uns, der Professor Pichler aus Graz, hat das so schön das letzte Mal Exekutive genannt. Also wir haben keine Gewaltenteilung zwischen Regierung und Parlament, sondern de facto ist das eins, die Regierungsmehrheit im Parlament ist die Regierung und umgekehrt. Das heißt, diese Gruppe, das sind sehr wenige Menschen, geben einem Staat vor, was zu passieren hat. Und was machen sie? Die machen Entscheidungen, die machen Gesetze, die schreiben auch die Verfassung, sie ändern auch die Verfassung. Was hat eigentlich das Volk für Möglichkeiten? Das Volk kann die Stimme abgeben, dann hat sie 4 bis 5 Jahre keine. Das Volk kann in Meinungsumfragen sagen, was es gerne hätte. Wird regelmäßig gefragt, gerade vor Wahlen, was denn die Meinung des Volkes ist. Aber man will nur die Meinung hören, man will natürlich noch lange nicht in diese Richtung entscheiden. Man kann eine EBI machen, also das ist ein Begehren an die Kommission, dass die aktiv wird, einen Gesetzesvorschlag zu machen, in dem Sinne des Begehrens oder auch nicht. Das ist ein sehr schwaches Instrument, aber ein europäisches immerhin.
sonst gibt es europäisch noch keine direkte Demokratie. Man kann in Österreich ein Volksbegehren machen, brauche ich in diesem Raum nicht erklären, was das bedeutet. Man sammelt Unterschriften, beschäftigt dann einen Unterausschuss im Parlament, 2 bis 3 Sitzungen, dann wird ein Akt angelegt und dann bekommt man eine Verständigung, warum man anders entschieden hat. Ich war mal Volksbegehrensprecher und habe diesen Zettel noch zu Hause, wo einem erklärt wird, wie es eigentlich wirklich geht und warum das ein Blödsinn, was man da begehrt hat. Das hat man dann amtlich. Und man kann Petitionen machen, das ist eine noch niedrigere Hürde und hat noch weniger Effekt. Das gibt man dann beim Eingang des Parlaments, beim Quartier der Parlamentspräsidentin vor Kamera entgegen. Also übergibt man das und das war's dann. Und man erfährt dann auch irgendwie, was mit der Petition passiert ist oder auch nicht. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt, während die da unten eigentlich die 99% sind. Und in allen Verfassungen, ob österreichisch oder auch die europäische, fängt an, nicht? Wir sind das Volk, wir die Europäer und so. Also eigentlich sollten wir da souverän sein, wir sind es aber de facto nicht. Was wir meinen in Zukunft, der neue Stufenbau der Rechtsordnung oder die Gesellschaftspyramide, wir meinen, dass die da oben das Souverän sind. Das Souverän ist tatsächlich das Volk. Aber das muss dann auch was konkret heißen. Das kann nicht nur ein Schlagwort in der Verfassung sein. Ihr seid der Souverän und ihr seid sozusagen, von euch geht die Macht aus. Davon habe ich nichts, wenn ich keine Macht habe, dass das nur irgendwo steht. Das muss konkreter sein. Das ist der oberste Entscheider in der EU, wie auch in den Nationalstaaten. Das heißt, er hat natürlich das erste Initiativ- und Entscheidungsrecht. Wann immer das Volk meint, etwas selbst entscheiden zu wollen, dann kann es das initiieren und kann es das auch selbst entscheiden. Natürlich darf das jetzt nicht missverstanden werden, wie es viele missverstehen, das ist die Abschaffung des Parlaments oder das ersetzt überhaupt nicht, sondern wir wollen ja ein Recht des Souveräns haben, selbst zu entscheiden, aber wir wollen auch ein Delegationsrecht. Es muss genauso ein Delegationsrecht des Souveräns geben, das heißt, er muss, wann immer es ihm ein Anliegen ist, eine Entscheidung auch delegieren können an andere, die er gewählt hat. Er muss nicht, es darf kein Müssen sein, nicht alle selbst entscheiden. Wir reden nicht von 100% der Gesetzesmaterien, werden in Volksabstimmungen entschieden. Das wäre absurd, wer will Profipolitiker werden und jedes Wochenende irgendwie zu einer Volksabstimmung gehen. Aber das Entscheidende ist, so wie in der Schweiz, wenn ich nur 1, 2, 3% der Entscheidungen mir dann heraushole, die Filetstücke der demokratischen Entscheidungen, und das sind gerade die Budgetfragen, das sind gerade die Steuerfragen, das sind gerade die europarechtlichen Fragen, das sind genau die Bankenrechnungen und all das, dann habe ich Einfluss auf 100% der Entscheidungen. Denn das Parlament in der Schweiz, die dann 97% quantitativ Entscheidungen treffen in Gesetzen, müssen sich immer fragen, was würde denn das Volk dazu sagen? Kann da irgendwer eine Initiative starten? Ist irgendwer kampagnenfähig und kann ich da eine Volksabstimmung bekommen? Das heißt, ich muss immer mich so orientieren, dass das mehrheitsfähig, aber nicht mehrheitsfähig im Sinne des Parlaments ist, sondern mehrheitsfähig im Sinne des Volkes ist. Bei 97% der Entscheidungen, auch wenn es keine Volksabstimmung gibt, da wollen wir hin. Die zweite Stufe, nachgeordnet, ist daher das Parlament. Das bekommt alles das, was die erste Stufe, nämlich der Souverän, nicht selbst entscheiden will. Dort wird das hindelegiert. Dort gibt es auch natürlich ein Initiativrecht. Weil Parteien müssen ein Initiativrecht haben. Das sind dann die Landtage, Gemeinderäte. Die haben ein subsidiäres Initiativ- und Entscheidungsrecht. Und wenn wir das konsequent zu Ende denken, sind die ehemaligen, dieser rote Knopf von vorhin, die sind jetzt unten, und das sind Exekutive. Die sind dann aber wirklich nur mehr Exekutive, das heißt ausführend. Wir haben das zu erledigen und umzusetzen, was die Oberen, die Chefs sozusagen im Hause Europas und im Hause Österreichs beschlossen haben. Die haben daher konsequent kein Initiativrecht, so wie jetzt kommen alle Gesetze zu 80% von der Regierung. Eh klar, die haben den Parlament, die haben das, nicht das Parlament, das auch unter Kontrolle, aber die haben die Ministerialbeamten, die haben das Wissen, die machen sozusagen die Gesetze, die haben den Kontakt zu den Sozialpartnern und zu anderen Interessensvertretungen und Lobbys. Und das Parlament ist dann so eine Art Notariatsakt, wo auf Geheiß der Kupobleute aufgestanden wird oder niedergesessen wird. Das ist dann hier nicht mehr so. Es gibt kein Exekutivrecht. Exekutivrecht gibt es zuerst fürs Volk und was die nicht selbst entscheiden wollen, fürs Parlament. Exekutive hat kein Initiativrecht. Wie schaut das dann aus? In diesem Bild kommen dann die Entscheidungen und die Gesetze und vor allem die Verfassung selbst vom Volk. Das heißt, es kann nicht sein, so wie in Österreich, dass sich eine kleine Gruppe von Menschen 1919 zusammensetzt und sagt, das ist die Verfassung, das ist es, gefällt es euch nicht. Wenn nicht, bekommt ihr ja gar keine. Wenn sie eine wollt, dann ist es die, aber wir fragen euch sowieso nicht. Das heißt, es muss auf jeden Fall eine Verfassung vom Volk abgesegnet sein. Und es kann natürlich nicht eine Verfassung konstant über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gar sein. Wir reden da nicht an der Versteinerungstheorie oder sowas. Das heißt, die Verfassung muss laufend fortentwickelt werden können, sonst ist sie keine Verfassung des Volkes. Was heißt das wieder in der Schweiz?
Die Schweiz hat viele Volksabstimmungen, das heißt direkt demokratische Entscheide, über die Verfassung selbst natürlich und auch über die Spielregeln der Verfassung. Also wie das Parlament gewählt wird, passives und aktives Wahlrecht, wie schaut eine Initiative aus, wann kommt es zu einer Volksabstimmung, gibt es ein Vetoreferendum, wie darf man Unterschriften sammeln, wie lange darf man sie sammeln, am Amt oder nicht. All diese entscheidenden Spielregeln hat alles das Volk selbst beschlossen. Es ist nicht ein Entwurf vom Parlament gekommen und man hat dann gesagt, das ist es. Und wenn es das gibt, also der erste Entwurf wird vom Volk abgesegnet und auch die weiteren Entwicklungen, kann immer das Volk entweder aktiv beeinflussen über das Initiativrecht oder das Parlament entwickelt die Verfassung weiter. Aber das Volk hat jederzeit mit einem Vetoreferendum die Möglichkeit zu sagen, das geht eh in unsere Richtung, macht nur weiter so, ich bin froh, dass ihr das für mich macht. Aber wenn ihr das nicht in meinem Sinne macht, und meinem Sinne heißt immer 50% und mehr der Bevölkerung, wir reden nicht von Einzelpersonen, dann kann die Bevölkerung mit einem Vetoreferendum eingreifen und sagen, na, die Verfassung geht jetzt in diese Richtung. Und da soll es auch immer, wenn ich zu sehr in die Details gehen, zwei Vorschläge geben. Kommt eine Initiative aus dem Volk, muss es einen Gegenvorschlag des Parlaments geben. Kommt ein Vorschlag aus dem Parlament, dann kann es auch einen Gegenvorschlag der Bevölkerung geben. In Zürich heißt das konstruktives Referendum. Das heißt, da kann man sagen Nein, aber nicht nur Nein, sondern man sagt Nein und wir hätten gerne das und macht gleich den Gegenvorschlag selbst. Das haben wir von der Züricher Verfassung übernommen, halten wir für sinnvoll. Ja, was bleibt dann sozusagen für Regierung im Wesentlichen über? Ja, die können gerne Vorschläge machen, können sich Gedanken machen, können auch dem Volk etwas vorschlagen und auch dem Parlament. Sie können Anregungen geben, sie können auch Gegenentwürfe formulieren. Und sie haben, was vor allem das Parlament betrifft, das Mandat für den Rest, für den 90-99% der Entscheidungen, wo das Volk nicht sagt, über Initiativ- oder Vetoreferendum, das entscheiden wir selbst. Und dann sind die 99% wirklich souverän. Und hier schließe ich sozusagen mit den Folien, das ist genug. Und möchte auf ein paar Sachen noch eingehen, die du gesagt hast, was da unsere Ergänzungen sind. Also daraus geht schon klar hervor, mehr Demokratie heißt Mitbestimmung und Mitentscheidung. Ganz wichtig ist hier der Begriff Entscheidung, denn es gibt zahlreiche Initiativen, auch in Österreich und auch sozusagen in Europa, die mehr Partizipation wollen, im Sinne von involviert werden. Da geht es um Informationsrechte, da geht es um Teilhabe, man ist Teil in der Diskussion, man spricht mit allen, man wird gehört. Aber da bin ich ein gebranntes Kind, wenn man das so sagen darf. Ich komme aus der Umweltbewegung und habe sehr viel partizipiert und sehr viel teilgenommen und mit allen gesprochen, mit Ministern, mit Kanzlern, mit Nationalräten ohne Ende, war in 100.000 Diskussionsprozessen drin und gebracht hat es mich bis gar nichts, denn reden ist eines, entscheiden etwas anderes. Das heißt, wir meinen, Partizipation und Teilhabe ist gut als Vorstufe für die Demokratie. Es ist ganz wichtig, dass es eine Diskussion gibt und nicht aus der Hüfte heraus und aus dem Bauch heraus entschieden wird. Man soll sich informieren und dem Gegner und anderen und zuhören, was der für Argumente hat, dass man gescheiter wird. Man wird ja auch oft gescheiter, wenn man mit anderen diskutiert. Aber es darf dabei nicht bleiben. Es muss Partizipation in ein Entscheidungsrecht münden. Und das ist das, wo ich auch meine, dass diese Sozialbewegungen stärker hinarbeiten müssen, dass sie wirkliches Recht bekommen, in Volksabstimmungen zu entscheiden. Gibt es eine Bankenrettung oder gibt es die nicht? Sollen soziale Programme gekürzt werden oder sollen die nicht gekürzt werden? Das hat nicht ein Parlament zu entscheiden, wenn es der Bevölkerung wichtig ist. Und das hat nicht eine Regierung zu entscheiden. Das hat keine Troika zu entscheiden und das hat keinen EU-Gipfel zu entscheiden. Ja, absolut einverstanden. Also wir waren vor 10 Tagen vor dem Parlament, 100.000 Menschen waren von den Spanien, vor dem spanischen Parlament, ich weiß nicht, ob man es hier mitbekommen hat, am 25. September und 29. September wieder, trotz, muss ich sagen, großer Repression der Polizei, um genau das zu verlangen, diese Verfassung gilt uns nicht mehr, wir möchten ein neues konstitutionelles Verfahren. Denn wenn es gesagt wird, diese Entscheidung kommt einfach als Europäische Kommission oder noch schlimmer, es kommt von der Europäischen Zentralbank, wer bitteschön wählt die Europäische Zentralbank Experten. Diese Technokratisierung der Politik ist auch ein großes Problem, das darf nicht untergesetzt werden, denke ich, denn wenn es Experten zu entscheiden haben, dann entscheidet das Volk nicht. Das sollte klar sein, also die Experten sollen eine beratende Funktion haben, aber nie die politische oder die fiskal
Richtlinien entscheiden dürfen. Deswegen vollkommen einverstanden. Okay, dann mein letztes Wort, das ist schon. Kann ich der Daniela die Redezeit wegnehmen? Democracy International, sozusagen haben wir jetzt in den letzten Wochen viel herumgeredet, was unsere nächsten Kampagnen und Schwerpunkte sein wollen, und das passt da eben sehr gut dazu. Denn der Schwerpunkt und die Kampagne wird sein, einen neuen EU-Konvent zu verlangen, aber der ganz anders aufgebaut ist. Eben sozusagen mit Delegierten, die wirklich vom Volk auch gewählt werden, mit Einflussmöglichkeiten über solche Rückkopplungsmechanismen wie Liquid Democracy, sozusagen, dass wirklich die Menschen auch teilhaben können und mitschreiben können bei dieser Verfassung, dass dazwischen Ergebnisse auch immer wieder abgestimmt werden können und dass am Ende sozusagen dieser Entwurf wirklich in einer europäischen Volksabstimmung abgesegnet wird. Und ein wesentlicher Teil soll natürlich dann sein, dass es dort auch eine europäische Volksgesetzgebung gibt. Dass sozusagen die Verfassung eben nicht einmal geschrieben wird und das war es dann mit Volksbeteiligung, sondern dass sie auch immer wieder weiterentwickelt werden können, wenn die Bevölkerung zum Beispiel 1 Million oder wie auch immer Unterschriften sammelt, so wie bei der EBI jetzt, dann kann das nicht nur ein Appell an die Kommission sein, sondern muss das sozusagen die Möglichkeit geben, dass aus dem europäischen Volk ein Gesetzesvorschlag dem europäischen Souverän, und das ist wiederum mal nur das Volk, auch vorgelegt wird, kann man dann diskutieren, reden wir über europäische Mehrheiten, reden wir über doppelte Mehrheiten, Schweizer Modell mit Kantone, kann ein Einzelstaat überstimmt werden oder nicht, also das ist dann noch einmal eine eigene diffizile Frage. Aber der Punkt ist, dort muss das vorgelegt werden können und die Bevölkerung schreibt diese Verfassung kontinuierlich weiter. Es kann nicht sein, dass sich Regierungschefs bei irgendwelchen Gipfeltreffen sagen, diese Verfassung tickt jetzt auf 10 Jahre und 5 Wochen später gibt es einen Anlassfall im Finanzbereich und man sagt, na, wir schreiben jetzt doch ein paar Sätze um oder wir schreiben es nicht um, aber handeln so, als wären sie umgeschrieben. Also so kann sozusagen eine Verfassung nicht weitergeschrieben werden, sondern das muss wirklich den Europäerinnen gehören. Das wird sozusagen unser nächster Schwerpunkt sein, so einen EU-Konvent anzusetzen. Und die restlichen Punkte sparen wir für die Diskussion. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Dani, unsere Demokratie- und Verfassungssprecherin, die Grünen haben das Ohr an der Zivilgesellschaft, der Gesellschaft, innovativen Ansätzen. Einiges hast du jetzt gehört. Was sagst du? Also, weil wir das Ohr an der Zivilgesellschaft haben, mache ich mir um meine Redezeit keine Sorgen. Okay. Erwin, weil genau das ist der Punkt. Ne? Die Idee solcher Veranstaltungen ist ja nicht, dass ich eine weitere Bühne bekomme, sondern dass hier diskutiert wird und insofern alle zu Wort kommen. Ja, sozusagen die Tatsache, dass man nur alle 4 oder in Österreich 5 Jahre seine Stimme geben kann und sonst dazwischen wenig bis keine Möglichkeiten hat, sich zu beteiligen, ist auch ein Thema für die Grünen und wir haben da ein ganz klares Modell vorgestellt der Ausweitung der direkten Demokratie, die eben nicht nur Partizipation, sondern auch Entscheidung bedeutet. Also ganz kurz gesagt, Volksbegehren, die eine bestimmte Anzahl von Unterstützungen haben, nämlich 4% der Wahlberechtigten, sollen in eine Volksabstimmung münden können. Und was dann da ausreichend von Initiatorinnen auf den Weg gebracht wird und von Menschen unterstützt wird, ist dann noch einmal eine andere Geschichte, aber diese Möglichkeit soll es geben, die gibt es im Moment nicht. Alle, die schon einmal sich bei den Volksbegehren engagiert haben oder zumindest hin unterschreiben gegangen sind, kennen wahrscheinlich dann schon die Frustration, wenn sie das irgendwie im parlamentarischen Ablauf weiterverfolgt haben und gesehen haben, da kommt irgendwie nichts raus. Ich bin seit 2008 im Parlament und seit damals Verfassungssprecherin und wir haben es dann irgendwie erweitert um die demokratiepolitische Sprecherin. Das ist sozusagen auch das Verständnis ist nach, auch wenn ich als Verfassungssprecherin mich auch schon um Demokratiepolitik bemüht habe. Interessanterweise gibt es den Titel nur bei den Grünen und bei den anderen Parteien nicht. Und die Entwicklung ist schon auffallend, nämlich dass vor 4 Jahren dieses Licht? Okay. Da wäre das Hebel. Wir brauchen mehr Licht, glaube ich. Ah, okay. Danke. Okay. Vor 4 Jahren war direkte Demokratie oder mehr Demokratie sozusagen in mancher Expertenmunde, aber sicher noch nicht breit getragen. Mittlerweile gibt es viele Initiativen, die sich damit beschäftigen, auch wahrscheinlich ausgelöst durch Unibrand und viele andere Situationen. Mein Eindruck nur jetzt aus parteipolitischer Sicht, aber auch aus Sicht einer, die halt mit vielen dieser Initiativen
Kontakt hat und einige sind ja auch hier anwesend ist, die Breite hat es noch nicht bekommen. Also von 100.000 Menschen, die vors Parlament gehen, um was auch immer hier einzufordern, kann man in Österreich im Moment nur träumen. Und sozusagen die spannende Frage, die ich fast ins Publikum auch geben möchte, ist, was sind die Rahmenbedingungen, damit man so eine Bewegung zustande bringt? Welchen Leidensdruck braucht es? Braucht es einen Leidensdruck oder welche Motivation braucht es? Weil dass viele Menschen in Österreich angefressen sind auf das System, nicht zuletzt seit Korruptionsausschuss und was da alles sozusagen an die Oberfläche kam, und hier wirklich eine Reform wollen, das glaube ich, aber hier da auch zu aktivieren, mal einmal vor das Parlament zu kommen oder einmal in der Woche dann im eigenen Kretzel oder im eigenen Bezirk sich zu treffen, um hier diverse Themen zu diskutieren, da fehlt mir sozusagen noch die Hoffnung, dass das wirklich in Österreich in der derzeitigen Situation gelingen würde. Und insofern die Frage, was braucht es denn da auch oder was muss denn da auch passieren? Und hellhörig wurde ich bei deiner Formulierung, Christina, die Maßnahmen der Regierung, was jetzt die Europäische Union betrifft, waren nicht in ihrem Wahlprogramm. Das ist, finde ich, auch eine spannende Frage. Was wählen denn die Menschen, wenn sie das Kreuzchen machen? Also nicht nur, welche Entscheidungen treffen sie dann durch direkt demokratische Instrumente, wenn sie innerhalb einer Reform hier die Möglichkeit haben, ob sie das Bundesheer abschaffen wollen oder nicht. Jetzt werde ich mal befragt, aber man könnte es ja auch zu einer Abstimmung geben. Aber was wird denn wirklich gewählt? Wird eine Stimmung gewählt? Wird ein schönes Plakat gewählt, wird ein Kandidat gewählt, wird ein gesamtes Programm gewählt oder ist es nicht genau auch Interesse und Sehnsucht, und das glaube ich fast, eben zwischen den Wahlen, wo man nach welchen Motiven auch immer wählt, auch die Möglichkeit zu haben, von der ursprünglichen Wahl abzuweichen. Ja? Also ich wähle die Grünen zwar für alles Mögliche, und weil sie die hübschesten und tollsten und besten und gescheitesten und was auch immer sind, ja, möglicherweise, aber in der einen Frage möchte ich doch nicht die Position der Grünen, vertrete ich doch nicht die Position der Grünen, sondern eine andere Position. Also auch da hätte sozusagen direkte Demokratie eine Chance und würde sich wahrscheinlich schon auch dann auch auf Wahlen auswirken. Und ich glaube, diese ganze Demokratiediskussion, auch die direkte Demokratiediskussion, da kann man nicht führen, ohne sich auch das Wahlrecht anzuschauen und anzusehen, wie kommen die Menschen dann in die Vertretungsbereiche, egal welche Macht oder Möglichkeit dann diese noch haben oder in Anspruch nehmen. Aber Wahlrecht ist für mich da untrennbar verbunden. Und deine Folie, Erwin, unterstellt ja fast, dass die, ich weiß, du meinst es nicht so, aber ich sage es jetzt noch einmal explizit, unterstellt ja fast, dass die Parteien oder die Abgeordneten oder die Personen im Parlament sozusagen absolut abgehoben vom Volk agieren und überhaupt nicht mehr sich in Bezug setzen zu diesen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass sie es jeweils zu den eigenen Wählern tun und von falschen Annahmen ausgehen. Also ich war heute im Familienausschuss und wenn ich mir anhöre, was dort ÖVP-Abgeordnete zum Thema Kindergarten und Bildungseinrichtung gesagt haben, ja, dann war mir klar, die formulieren das jetzt für Menschen, von denen sie glauben, und da glaube ich irren sie, dass die das genauso sehen wie sie, nämlich extrem retro, extrem konservativ, also gerade, dass sie nicht gesagt haben, Kinder brauchen erst in die Schule gehen und alles andere ist nicht notwendig. Ja. Und ich glaube, da liegt sozusagen auch ein Annahmefehler, aber ich glaube nicht, dass die alle so abgehoben agieren, also wir tun es nicht, und ich glaube auch, wenn ich mir so meine Kolleginnen aus den anderen Parteien anschaue, dass sie abgehoben agieren, sondern sie gehen von Annahmen aus, weil sie wieder gewählt werden wollen, vor allem knapp vor Wahlen, ja, knapp vor Landtagswahlen, knapp vor Bundeswahlen, wo sie einfach dann bestimmte Positionen einnehmen in der Annahme, dass sie dafür gewählt werden. Ja, aber auch das kann man zur Diskussion stellen. Ich kann dann antworten, aber soll ich ja. Also insofern, aus meiner Sicht, müsste man die Pyramide nicht zwingend umdrehen, sondern eigentlich ist das Parlament Teil dieses Volk unter dann, was auch immer, nämlich die Repräsentanz, die Delegation. Ja, also, ein heeres Bild. Das ja, das wäre mein Verständnis. Also in Wirklichkeit stellt sich die Frage, was braucht es für einen Leidensdruck und wie organisiert man dann auch diese Situation? Und
Da finde ich schon spannend, dass das im Grenzenbereich stattfindet und dass die Leute da auch tatsächlich hinkommen, weil das setzt ja auch voraus, dass man Ressourcen, also jeder Einzelne, der da teilnimmt, Ressourcen zur Verfügung hat, teilzunehmen. Und ich behaupte mal, wenn ich mir so die Menschen in meiner Umgebung anschaue, heute sind hier viele da, die gerade ihre Freizeitabendressourcen zur Verfügung stellen, um sich an Diskussionen zu beteiligen. Und viele sind nicht da, obwohl sie gerne da wären, weil sie diese Ressourcen nicht haben. Daher danke an Ich mache Politik, weil die können uns dann nachschauen. Aber das ist auch eine Frage in dem Zusammenhang. Und da würde mich auch noch interessieren, was da dein Eindruck ist, warum da die 100.000 oder wie viele dann da auch immer teilnehmen, doch sich beteiligen können. Ja, am Samstag gibt es den Zukunftskongress noch ein letztes. Da gibt es verschiedene Panels und ein Panel wird sich zum Beispiel auch mit der Frage Island, partizipative Verfassung beschäftigen. Da kommt auch eine Vertreterin aus Island, die da berichten wird. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dort abläuft. Aber das war jetzt nur so die kurze Werbeeinschaltung, die wir auch in der Überwachung werden. Meine wichtige Werbeeinschaltung. Christina ist auch dran. Ja, das Spannende ist ja, dass am Samstag in Island eben eine Abstimmung über die Verfassung stattfindet. Also insofern sind ja diese Ideen nicht reine Hirngespinste, sondern gibt es Experimente, Realexperimente, die stattfinden. Insofern, ja. Ich würde jetzt so machen, die Möglichkeit, sich vorzubereiten für Kommentare und Fragen und dir jetzt noch kurz die Gelegenheit geben, weil diese eine brennende Frage, wie kriegt man 100.000 Leute zu einem, ja, vor einem Parlament, wäre, glaube ich, interessant, wenn du da, braucht es den Lebensdruck oder was, wie passiert das? Ja, glaube, natürlich braucht es einen Leidensdruck, aber auch braucht es sehr viel Wut in der Bevölkerung, sehr viel Empörung und natürlich, es ist nicht die gleiche Situation hier, nicht nur wegen wirtschaftlicher Situation, sondern vor allem, weil man keine Entscheidungen von anderen Ländern bekommt oder von großen überhobenen Strukturen bekommt, die als alternativlos präsentiert werden, die ganz klar keine Legitimation haben. Nach allen Umfragen, und es ist nicht, dass 60% dagegen sind, sondern es ist ein bisschen wirklich über 80%. Der Bürger wirklich gegen Pensionskürzungen, gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens etc. etc. Bei allen Fragen sind über 80% der Bürger dagegen und trotzdem wird diese Politik weitergemacht. Und es war nicht nur, dass nicht im Wahlprogramm entstand, sondern dass es zum Teil das Gegenteil entstand. Also zum Beispiel die konservative Regierung hat die Wahl gewonnen. Mit der Aussage in seinem Wahlprogramm kein Euro mehr vor die Banken. Und was wir gesehen haben, ist nicht nur ein Euro mehr, sondern 40 Milliarden Euro auf Kosten der Steuer der Bürger. Und jetzt müssen wir durch diese Sozialabbaumaßnahmen vor die Verluste von Finanzakteuren verantworten. Also das ist unerträglich. Dann natürlich braucht es diese Art von Situationen, wo die Bürger wirklich merken, das Parlament vertritt uns nicht. Ist nicht repräsentativ, würde ich sagen. Ist nicht repräsentativ. Sich so bezeichnen, weil ich schon problematisch, dass sie sagen, sie sind repräsentativ. Ja. Sind sie oft nicht. Ja. Diese 100.000 sind eigentlich viel weniger, als die Bewegung mobilisiert hat. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und das war, dass es vor dem Parlament in Spanien verboten ist, zu demonstrieren. Also es wird mit 1 bis 3 Jahren Haft bestraft, sich vor dem Parlament zu demonstrieren. Und da muss man wirklich verstehen, was bedeuten, wenn trotzdem 100.000 Bürger vor dem Parlament demonstriert haben. Ich würde aber gerne auch zu anderen Punkten eingehen, aber das können wir gerne später machen. Schauen wir mal, wie groß das Fragebedürfnis ja. ist. Ja. Aber auch noch zu diesem Punkt, wie das man in Österreich schafft. Ich denke nicht, dass es ein exportierbares Modell gibt. Also, ich denke, jedes Land muss
seine eigenen Wege von Bürgerbeteiligung. Und damit meine ich nicht, darauf werde ich später eingehen, ich sehe nicht wie eine Vorstufe Partizipation und Entscheidung, sondern ich sehe die Vorausnahme vor richtige Entscheidung ist die Deliberation, sind unabhängige Medien, ist die Beteiligung in politischen und in öffentlichen Angelegenheiten, denn wenn nicht, kann die große prozedurelle Recht auch ganz schlecht benutzt werden, nämlich von Eliten, die die Medien haben, die mehr Gehör finden, etc. Also es ist keine Vorstufe, sondern es gehört zusammen und eins ohne der andere, denke ja, ich, ist gefährlich sogar. Gehe ich ins Publikum? Bitte schön. Ich wollte die Frage einknüpfen, was braucht es, dass bei uns zum Beispiel unter Dortmund, wir sind natürlich ein kleines Land, aber ich glaube, wären wir in der Situation wie in Spanien, wenn man heute gehört hat, dass jeder Vierte an der Armutsgrenze bereits ist, würde das bei uns genauso ablaufen. Ich bin insofern skeptisch, ich glaube, die Mobilisationskraft in den südlichen Ländern ist größer. Schon mal deshalb, weil sie nicht unseren Wohlfahrtsstaat haben, das sind nicht gewohnt waren. Obwohl Spanien, das 76 Demokratie hat, also wesentlich mobiler diesbezüglich ist, demokratiepolitisch aktiver. Und ich glaube, also das ist mein Verdacht, dass bei uns schon die Sozialpartnerschaft schuld ist, diesen Elitenkonsens, der da kultiviert wurde und die Leute maximal draußen am Stammtisch das diskutieren, aber nicht, wir haben gerade 2000 die erste große Demonstration in der Pensionsöffnung gehabt und vorher war gar nichts. Waren wir immer so stolz, dass man die wenigsten Streiks hat und so. Aber wir sind für so eine Situation nicht gerüstet, wenn das jetzt auf uns hereinbricht, also dass wir so aktiv an die Spannung haben. Ich glaube, das ist die einzige Chance, dass die Bevölkerung eben und sich auch länderübergreifend, das war für mich auch eine Frage, wie es sein, so was geplant ist. Weil ich denke, es wäre ja spannend, wenn Österreich für Spanien auf die Straße geht. Das wäre, glaube ich, ein erstrebenswertes Ziel. Okay. Punkt. Es gibt eine andere Frage auch. Ja. Ich glaube, das ist das Schwierigste, also die schwierigste Frage ist definitiv, wie die Reduzierung der Bevölkerung in Österreich funktioniert. Ne? Weil eben Leidensdruck und so weiter ist noch nicht da. Viele Leute wissen oder sehen die Tatsache, dass man mit dem einfachen Kreuzer bei der Wahl nichts mehr bis wenig verändern kann. Und ich glaube, das ist der wichtigste Ansatz irgendwie jetzt der politische Bildung. Also dass so viele Leute und Menschen sich einsetzen für politische Bildung von jungen Menschen. Und der aktuell vernünftigste Weg, glaube ich, ist meiner Meinung nach, dass man parlamentarische und außerparlamentarische Wege geht, die sich dafür einsetzen, dass junge Menschen mehr wieder für politische Bildung sich interessieren und vor allem auch für die ganzen Mechanismen. Ne? Partizipatorische Elemente, also partizipative Elemente wieder lernen, wie es jetzt neu gibt und so weiter. Weil im Grunde haben wir ja Demokratie verlernt. Ne? Diese Repolitisierung kann, sage ich mal, zu 80% wahrscheinlich nur über junge Menschen funktionieren, denke ich. Und eben parlamentarisch und außerparlamentarisch optimalerweise. Ich glaube, wie man es manifestiert und auch definitiv umsetzt, aber in den nächsten Wahlen werden sie zeigen, ob Rot und Schwarz noch viel Kraft haben. Ja, danke. Okay. Du bist dann der Erste, machen wir noch da eins. Und eine Frage. Hast du noch die eine Frage und dann fängst du an. Ja? Okay, ich bin ja ganz froh, dass wir keine Leidensdruck haben in Österreich und ich möchte auch gar keine Bedingungen mehr haben. Ich auch. Aber ich denke eigentlich, dass auch dieses Wert- oder Verantwortungsgefühl eine Motivation sein kann und auch ist eine sehr schöne Motivation. Dann müsste man genau dieses auch ein bisschen nachhelfen, damit wir das halt alles auch besser artikulieren können. Aber was mich wirklich interessiert, sind also diese Demokratisierung der Banken. Das würde mich auch sehr interessieren. Wir haben uns das im Freundeskreis auch einmal durchdiskutiert. Und wir haben uns das so auf die Art vorgestellt, wie jetzt Betriebsräte sind. So gibt es dann praktisch innerhalb der Banken auch von den Kundinnen und Kunden gibt es dann praktisch auch, die wählen dann praktisch auch ihre Vertreter, so auf die Art der Konsumentenvertreter. Ne? Und das kann man dann, und wie das dann so auf die Art hochgespielt werden kann, das gefällt mir auch sehr gut, so ein Modell. Das wäre es. Und Demonstrationen ist eine Form, ist eine einzige Form des Protestes. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen einfach diese verschiedenen Formen des Protestes erspüren, anerkennen und vielleicht auch pflegen können.
Also das, wir sind halt einfach keine Bevölkerung, die halt gern demonstrieren wird oder die gern auf die Straßen geht. Das ist ein sehr negativ besetzt immer noch. Danke. Bitte. Ja, einiges jetzt. Genau. Zuerst von der Dani mit dem Parlament. Also ich glaube, dass du hast ja ein Beispiel auch gebracht, ja, die Familienpolitik, wo ich ja nicht ein Spezialist bin oder näher zu Hause bin. Aber mein Eindruck ist, da dürfen Parlamentarier Politik machen. Wenn ich mir jetzt kurz überlegt habe, wer hat sonst den großen Einfluss? Die Banken, eben die Sozialpartner, große Firmen. Doch was hätten die für Interesse an einer bestimmten Familienpolitik? Denen ist das relativ gleich, behaupte ich jetzt einmal. Ja. Da können quasi entlang der ideologischen Linien die Parteien tatsächlich so Politik machen, wie sie meinen. Ganz anders ist es aus dem Erfahrungsbereich, aus dem ich herkomme, nämlich Energie- und Klimapolitik. Da geht es um viel Geld. Da habe ich zig Gespräche dann mit Parlamentariern gehabt, mit einfachen Abgeordneten. Die habe ich ja alle überzeugt gehabt, oder die waren alle für Klimaschutz und für erneuerbare Energien und Ökostrom bis jetzt. Und alles waren die. Ja, wieso stimmt sie da so, wie sie stimmt? Und dann haben sie alle mit den Augen gerollt. Ich habe das einige schwarze Bürgermeister vor Augen noch, kann mich erinnern. Ja, sie wissen eh bei uns der Wirtschaftsbund. Das heißt, ich habe dann ja herausgefunden, es waren einige ganz wenige Menschen in den Parteien, 1 bis 2, der Minister und der Bereichssprecher vielleicht noch, aber der Bereichssprecher hat es auch schon immer 3 Stufen später erfahren, was eigentlich die Position ist. Und die anderen haben im Club erfahren, was die Position ist und haben das abgenickt. Meistens wieder ihrer Überzeugung. Und sie haben gewusst, was der Wähler will in ihren Bezirken, dass die mehr erneuerbare Energien wollen und dergleichen. Aber es war wurscht, weil der Wähler im Bezirk stellt ihn ja nicht auf. Das Mandat kommt ja genau nicht vom Volk. Das Mandat kommt von der Partei und in der Partei von der Parteispitze und in den Parteien mit Parteispitzen mit von den Bünden. Das heißt, er sitzt auf einem Bauernbundmandat, auf einem Wirtschaftskammermandat, auf einem sonst was Mandat und dem ist er verpflichtet. Von dort kommt das Mandat und er nimmt es ihm auch wieder weg. Von dort kommt es her und dort geht das Mandat wieder hin. Das heißt, es hat dazu geführt, dass in einem ÖVP-Club, aber in einem SPÖ-Club war es ähnlich, 90% der Mandatare so denken konnten, wie sie wollten. Es hat keine Relevanz gehabt. Die Position bei der Abstimmung war eine andere. Weil die ist bekommen von einem Bund, von Arbeiterkammer, ÖGB, von einem einzelnen Firma, manchmal hat auch ausgereicht, Stichwort Föst. Und das war's. Und wenn es jetzt ums Finanzielle geht, sprich, wir reden jetzt über ESM, wir reden über Bankenaufsicht und ganze Dinge, dann läuft es wieder ähnlich. Da kann sich ein Mandatar denken, was er will, und er kann Kontakt haben zu seiner Bevölkerung, die ihm zu Hause am Stammtisch oder bei dem Feuerwehrfest erzählt, wie das so ist, gib uns das Geld und nicht den Banken. Wenn ein Parlament ist und abstimmt, hat das keine Relevanz. Muss er so abstimmen, wie es ihm sein Clubchef sagt, und wo der seine Position herbekommt, das ist nicht sozusagen aus dem Parlament und nicht vom Volk. Das war mit dieser Skizze gemeint, dass es da massiven Einfluss gibt. Zur politischen Bildung, weil ich das sehr oft höre, Nummer 2, da darf man nicht missverstanden werden, muss ich vorsichtig formulieren. Einerseits ist jeder für politische Bildung. No, na, nicht. Ich auch. Es ist immer gut, mehr politische Bildung zu haben. Aber, und das ist deswegen in dem Kontext höre ich so oft, zuletzt von Heinz Mayer wieder bei der Panoramadiskussion im Juridikum, es wird auch von den Gegnern der direkten Demokratie ständig verwendet als: Zuerst brauchen wir politische Bildung, es müssen einmal die Leute politisiert werden, die müssen aber sich informieren, die müssen einmal gescheitert werden, dann gibt es einen festgestellten Reifegrad, wo ich mich immer frage, und wer stellt den Reifegrad fest, wer ist der Lehrer und sagt, jetzt seid ihr so weit, jetzt seid ihr gewillt, jetzt kriegt ihr die politische Matura, jetzt seid ihr wahlberechtigt und jetzt dürft ihr zu einer Abstimmung gehen. Und solange ihr das nicht seid, solange ihr dieses Reifezeugnis nicht habt, lasst euch weiterbilden am zweiten Bildungsweg, aber ihr dürft dann abstimmen. Diese Schlussfolgerung wird nicht immer gleich ausgesprochen, aber sie steckt dahinter und dann wird es gefährlich. Das heißt, wenn politische Bildung zur Voraussetzung gemacht wird, zur politischen Teilhabe und einfache und ungebildete Menschen, und wer stellt das fest, immer gleich in Klammer, nicht teilhaben können, was heißt das dann? Ist das die Verweigerung der Demokratie? Das hatten wir schon zu Platos Zeiten, der auch gesagt hat, eine gebildete Elite, von die sich mit Ethik und Moral super auskennen, die sollen für alle die Politik machen und die anderen Stände, das waren die Soldaten, die Bauern und die Handwerker, die sollen ihren Job machen, aber die sollen sie aus der Politik raushalten, weil die sind nicht gebildet genug. Also so hast du es nicht gemeint, weiß ich schon, nicht verteidigen wollen. Ja? Ich sage nur, es ist gefährlich, wenn man dieses Argument so einfach bringt, weil das von den Gegnern der Partizipation und von den Gegnern der direkten Demokratie verwendet wird, lasst uns einmal bilden und dann können wir den nächsten Schritt machen. Bis dahin dürfen wir nur so viel Demokratie gewähren, wie wir jetzt haben.
Das ist dieses indirekt demokratische System. Also da muss man heikel sein. Ja. Ehrlich würde ich es jetzt nicht nennen. Ne? Also jetzt sagen wir mal, dass es wichtig ist, über das haben wir gerade gesprochen. Ne? Aber und es ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt Demokratie vorher schon stärkt, das ist schon klar. Ja? Aber jetzt ist es gefährlich, ich würde es jetzt nicht bezeichnen, das Argument. Ja. Ja, wenn es direkte Demokratie verhindert, ist es nicht gefährlich. Es ist interessant, weil wir eigentlich oder ich und andere in der Bewegung gehen davon aus, dass diese Bildung viel mehr ins Land kommt, wenn es Teilhabe auch gibt. Learning by doing. Denn jeder macht seine Nützlichkeit Kalkul sozusagen und zum Beispiel kann ich denken, warum muss ich mich umfassend jetzt über das nicht, mögliche Pensionssysteme informiert, wenn das mir eine Zeit kostet, wenn ich da Zeit investieren muss, wenn ich überhaupt keine Chance habe, direkt zu entscheiden, ob es dieses oder jedes System bekommt. Deswegen, sie sind Hand in Hand, denke ich. Beide, also Teilhabe und Information und worauf ich hinaus will, ist zuerst politische Rechte gewähren eben und durch die Ausübung dieses neuen Rechts werde ich politisch gebildet. Das zeigt sich. Also was nicht geht, dass man sagt, bildet sich noch eine Zeit lang und irgendwann stellt man fest, jetzt sind es soweit, jetzt können wir ein bisschen mehr Politik wagen. Das ist gefährlich. Ja, dann müssen wir das Wahlrecht auch abschaffen. Eben, das ist der springende Punkt. Weil dafür sind wir, braucht es ja auch politische Bildung. Also ich habe es einmal mit einer, ich bringe mal diese Anekdote, mit einer Journalistin diskutiert, die gesagt hat, naja, aber direkte Demokratie ist schon gut und schön, aber stellen Sie sich unsere Leute vor mit Krone lesen und heute lesen und mangelndem Interesse und so, das ist ja alles gefährlich, sollte man nicht einmal so quasi sukzessive klein anfangen in ungefährlichen Fragen und dann auf Gemeindeebene und so. Also 1918 waren die Frauen von einem Tag auf den nächsten wahlberechtigt. Die haben bis dahin überhaupt nirgendwo mitreden können, hatten überhaupt keine politische Bildung, weil das durften sie ja nicht. Sie waren noch aus dem Schulsystem und aus dem universitären System weitestgehend hinausgedrängt, aus dem politischen System ohne dies und von heute auf morgen, von einem Tag am nächsten, hatten alle Frauen Österreichs das Wahlrecht. Kann man das machen? Kann man das denn machen? Genau, kann man das denn machen? Sagen, natürlich war es gescheit, einfach sozusagen ein allgemeines Wahlrecht und kein sukzessives einzuführen von einem Tag auf den nächsten. Und natürlich sind genau dadurch die Frauen erst recht noch mehr politisiert worden und haben sozusagen gelernt, mit Politik umzugehen, genauso wie es die Männer gelernt haben, mit Politik umzugehen. Ja? Also da kann man nicht sagen, da muss ich irgendjemand sukzessive erst heranführen, sondern das Recht geben, anwenden das Recht und durch die Anwendung werde ich auch Fehler machen, darf man nicht naiv sein, bei der Demokratie passieren viele Fehler, Völker machen falsche Entscheidungen in Volksabstimmungen, aber dann tragen sie selbst die Konsequenz ihrer eigenen Entscheidung und können auch wieder gescheiter werden. Das ist so. Wir werden keine perfekten Entscheidungen haben. Gut. Willst du noch? Ja, ganz kurz geht es mir auch sehr, sehr darum, dass wir auch andere Aspekte sehen, denn bin ich vollkommen einverstanden, dass Delegieren ist nötig. Genau. Aber dazu muss man recht sagen, dass so eine Demokratie, so eine hochqualitative Demokratie geführt dann auch zum Beispiel Problemen wie warum sollen jetzt die Listen geschlossen sein und dürfen es keine offene Listen geben, also warum muss die Spitze des Parteis bestimmen, wer kommt in erste, zweite, dritte Position, warum kann ich nicht innerhalb der Partei wählen, vielleicht möchte ich dieser nicht, also vielleicht bin ich einverstanden mit der allgemeinen Richtung des Parteis, aber möchte diese Ordnung nicht. Das zum einen und zum anderen gehört natürlich das Problem der Medien auch ganz, denke ich, hat auch eine zentrale Stelle, denn wenn es die Medien bestimmt, wenn es keine unabhängigen Medien gibt, wie es oft der Fall ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem mit Demokratie, mit Demokratie allgemein. Österreich hat ein großes Problem. Genau, wir haben ein großes Problem mit Unabhängigkeit von Medien. Ja. Es gab jetzt einige, und ich nehme jetzt erst die dran, die noch nichts gesagt haben. Fragte Björn Fritz. Zwei Fragen. Eine an Christina. Mein Eindruck als Medienbeobachter oder Zeitungsleser hier ist, dass sich in Spanien die Qualität der Auseinandersetzung in den letzten Monaten doch deutlich verschärft hat und
Ich habe den Bericht im Sommer gehört, also ich würde ganz gern hören, was sich da in den letzten Wochen und Monaten wirklich jetzt in Spanien weiterentwickelt hat. Und zur Demokratiediskussion dazu passend, das, was die Demokratie auch jetzt in der Krise besonders gefährdet, ist ja nicht so sehr jetzt das Parlament oder der Parlamentarismus als solcher oder die Regierung, sondern sind ja zum Beispiel eben durchaus die Banken und die Unternehmen. Also wir haben auf der einen Seite die Banken, die ganz Europa erpressen, um es einmal kurz zu sagen. Wir haben es aber auch auf anderen Ebenen, wo sich die Googles und Facebooks um rechtliche Bestimmungen nicht besonders kümmern, wo Steuergesetze durch alle windigen Konstruktionen, die gerade noch legal und von vielen Anwälten gemacht sind, ausgearbeitet werden. Das heißt, die Frage sozusagen, wäre es nicht ein wichtiges Anliegen einer Demokratiebewegung, all diese Bereiche, die sich bisher der Demokratisierung entziehen, wie zum Beispiel Unternehmen, man kann auch den ganzen Eigentumsbegriff, also was heißt Verfügungsrecht über Eigentum, all diese Dinge mit in eine Demokratiebewegung hineinzuholen. Ja. Gut, wichtige Fragen. Dann. Ja, Tassilo Seidel, Aktion Volksgesetzgebung jetzt. Ich wollte ergänzen, was Herrin Mayer und Christina Sensi gesagt haben, zum Thema Medien und direkte Demokratie. Also wir in unserem Vorschlag zur dreistufigen Volksgesetzgebung schlagen vor, bei der dritten Stufe, vor einem Volksentscheid, dass das Pro und Contra in den Medien Platz haben muss. Abstimmungsbücher in Schweiz zum Beispiel. Bücher, das ist mal ein Anfang, aber wie wir sehen, in der Schweiz reicht das nicht unbedingt. Mhm. Dort ist es immerhin verpflichtend, dass wirklich die Medien Platz zur Verfügung stellen müssen für das Pro und Contra. Mhm. Dass da ein Medienrat das überwacht und dass da wirklich auch das Eigentumsrecht durch einen Gesetzesvorbehalt eingeschränkt werden muss, beziehungsweise verpflichtet werden muss. Das heißt, es ist nichts gegen die Blattlinie. Die Blattlinie der Krone, Standards bleibt unbenommen, aber sie müssen Platz zur Verfügung stellen. Mhm. Dass wirklich die Menschen sich einen gewissen Zeitraum lang ein Urteil bilden können, über was sie abstimmen. Denn das ist ja das, wirklich das Entscheidende, dass ich eine Urteilsgrundlage habe, sonst ist Volksgesetzgebung sehr problematisch. Ja, dass ich es verstehe, heißt das, dass sozusagen im Kurier dann fünfmal eine halbe Seite als Antrag, als Initiativsteller. Genau. Aber hoffentlich nicht nur eine halbe Nein, Seite. Du kriegst einen Teil des Platzes und vielleicht auch Teil des Radios und Fernsehens zur Verfügung gestellt. Nur, genau. Dass ich es verstehe. Ja, genau. Ja. Eine gewisse Zeit lang. Und das ist dann wirklich entscheidend, weil sie eben diese Urteilsgrundlage und dass dann auch die Menschen, das wäre der zweite Punkt, bei den Entscheidungen einfach wirklich mit ihrem Willen verantwortlich sind, auch für die Entscheidung, egal wie gut oder wie schlecht sie dann in ihren Auswirkungen ist, dass sie wirklich mitverantwortlich sind und nicht einfach im jetzigen System, wo man weiß, ein Volksbegehren oder eine Wahl bringt nicht viel, sagen wir so, dass man einfach nur frustriert ist und einfach sich zurückzieht oder im Extremfall, falls wirklich keine Alternative kommt, also wie in den südeuropäischen Ländern, ist auch dann die Gefahr, dass es in Gewalt mündet oder in totale Frustration. Das sehe ich als große Problematik mit der jetzigen europäischen Krise. Mhm. Und dass man wirklich die Gesetzgebung gestaltet und mitgestaltet. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Okay. Ja, ich habe ein Problem damit, wie dieser direkte Demokratiediskurs in diesem Rahmen funktioniert, weil ich finde, das ist nämlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es für jede Problemstellung eine einfache falsche Lösung gibt. Diese Diktatur mit Darstellung von, es gibt die da oben, die alles entscheiden, und die da unten, die überhaupt nichts zu sagen haben, tut, glaube ich, den Parlamentarierinnen von der Dani Musiol bis zu, ich habe für die Grünen in einem Altersgruppe gearbeitet, ich finde natürlich denen Unrecht, wenn man ihnen unterstellt, dass sie nicht den Kontakt zur Bevölkerung suchen, dass sie nicht engagiert sind. Und ich finde, das ist in dieser pauschalen Art und Weise, wie das jetzt daherkommen, ist schwierig. Und ich finde, es gibt, und zwar nämlich deswegen, weil ich finde, es gibt so viele komplizierte Fragen, die sich stellen. Objekt dieser direkten Demokratiediskussion. Wer sind die Menschen, die darüber abstimmen dürfen, was entschieden wird? Wer sind diese
diese Volksinitiatoren, die diese Verfassungsvorschläge machen. Wer füllt diese Seiten in dieser Zeitung? Wer sind bei, nehmen wir das Wehrpflicht, die Wehrpflicht Volksbefragung. Wer entscheidet den Text für pro, wer entscheidet den Text für contra? Wie wird diese Medienaufsichtsbehörde beschickt? Und ich glaube, das Problem an diesem, ich weiß schon, dass ihr das wahrscheinlich nicht so gemeint habt, aber das Problem an diesem Ding, das ich als Politikerin in Bashing wahrnehme, ist, dass ich glaube, die Alternative liegt auch auf der Hand und die Alternative dazu sind genau diese rechtsstaatlichen Regierungen, von denen wir in Italien und wahrscheinlich auch in Spanien reden werden. Weil ich glaube, dass das Misstrauen gegenüber den politischen Repräsentantinnen, das in meiner Wahrnehmung auch von der Linken so stark gefördert wird. Und das ist ein bisschen was, was ich in diesem Diskurs erkenne. Das führt nicht dazu, dass die Menschen sich selber einbringen, sondern dass sie zu Predigern von Stronach bis zu Berlusconi auf allen möglichen Ebenen gehen. Und ich glaube, dass das was ist, wo man wo die Vorbehalte und wo man wünschen würde, dass der Diskurs ein bisschen differenzierter schaffen. Ja, wir sagen, jetzt einfach da sammeln dort erstmal. Ja, beziehungsweise ich wollte jetzt auch gleich noch anschließend fragen, also das an die Co-Technokratisierung der Politik oder so also kommt. Okay. Nein, also ganz egal. Ich habe jetzt nämlich als Co aufgebaut. Okay, fine. Ja, ganz kurz. Ja, das ist jetzt hier am besten. Ich bin natürlich auch für weniger Parteipolitik und mehr Projektpolitik und mehr Beteiligung und Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist eben die Frage, wie kommt man zu der echten Demokratie? Vorher was von den Parteien und die sind das um, können wir schlecht erwarten. Ja? Das ist die Frage, wie organisieren wir uns das selber? Ja? Und es gibt im Grunde die Idee, es gibt bei Erwin Meyer und bei der Demokratie sagen wir die Idee, dass man sich im Konvent umsetzt, dass man quasi sich selbst aus dem Bürgerbeteiligungsprozess heraus die direkte Demokratie neu gestaltet. Super wäre, wenn ein Prozess auch an Kraft gewinnen würde, der überhaupt die Demokratiereform aus dem Bürgerbeteiligungsprozess gestalten würde, inklusive Wahlrecht und so weiter und Medienbedingungen und so weiter. Sowas wäre fein, weil wir können es wahrscheinlich ab der nächsten oder nach der nächsten Wahl nicht erwarten, dass uns irgendwer eine lässigere Demokratie baut aus der Parteilandschaft raus. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, natürlich. Ja. Also in Anschluss an diese Frage von Volksabstimmungen finde ich auch noch wichtig, weil Erwin Meyer gesagt hat, wir werden nicht nur gute Entscheidungen treffen. Ich glaube halt, angenommen, wir würden morgen eine Volksabstimmung über die Fristenregelung, über die Todesstrafe, über den EU-Asyl Griechenlands und was auch immer, oder über eine strengere Asylrechtsgesetzgebung haben, dann ist es halt relativ einfach aus unserer relativ privilegierten Position, die wir wahrscheinlich in diesem Raum alle haben, zu sagen, na, wir werden die Richtung und Entscheidungen treffen, aber die Menschen werden dann gescheiter werden. Also ich finde irgendwie das, ich habe Sorge um die Grundrechte bei direktdemokratischer Bestimmung, die ad hoc ab morgen anfangen wird. Ja, ich weiß, was soll ich. Ich werde dann nachher versuchen, das auch zu sagen. Sind das nicht zu viele Fragen auf einmal? Nein, zumindest vor mir. Ich würde jetzt gerne noch. Nein, ich werde versuchen, es zusammen, weil es sind ein paar Dinge. Es waren da zwei, drei Leute. Ich lege noch eins, zwei, drei dran und dann kommen wir es. Eins? Ja, auch noch zum Thema Demokratie. Ich schicke auch voraus, ich bin natürlich dafür. Erinnere mich noch sehr gut an eine Populismusveranstaltung vor eineinhalb Wochen. Sperr hat sich da geäußert dazu, also eben Chefredakteur Standard. Da verwiesen, das kommt öfters, direkte Demokratie, dritte Republik, Haider und so weiter, und er traut den Österreichern das nicht zu. Er sagt, wir haben die Habsburger Monarchie, ich glaube, die Obrigkeitsämter und so weiter, das ist ein Schuss nach hinten. Menasse argumentiert ähnlich in seinem neuen Buch, ist jetzt sehr populär, und der wird ganz ungehalten, wenn man da mit solchen Forderungen kommt. Und immer wieder Faschismuskeule und so weiter. Ich glaube, mit diesen Argumenten muss man sich verstärkt auseinandersetzen, und deshalb glaube ich, dass es nicht gut, wenn man hergeht und sagt, das mit der politischen Bildung, das lassen wir, das ist nicht wichtig. Das habe ich nicht gesagt. Beziehungsweise zuerst politische Bildung und dann die Demokratie. Ja, so. Ich glaube, man muss das mitnehmen, das Argument, und sagen, und gleichzeitig fordern wir zu der direkten Demokratie eine neue, eine Umbildung des Bildungssystems, denn das Lifelong Learning, das läuft auf Richtung Berufsbildung, technische Ökonomie hinaus, und eigentlich werden diese Beteiligungs-, Handlungs- und Bewertungskompetenzen, die sehr wichtig sind, die in der Bildung für nachhaltige Entwicklung drin sind, total gefallen auf den Tisch. Und ich glaube, müsste man das eigentlich mitfordern, um da glaubwürdig zu sein und deren die Angst zu nehmen. Ja? Die ältere Generation 50 plus hat da massive Angst, dass das nicht funktioniert. Und deswegen nein, als Wünscher dabei, wie eben. Ja. Viele haben ja. Genau. Ja, das und dann war da. Ja? Ja, nur kurz, es geht halt jetzt nur kurz, ich kann das sicher natürlich länger ausführen. Es gibt dann auch noch Brötchen, da kann man so viel Zeit nicht. Das kann man natürlich ausführen und wir haben das natürlich durchdacht, unserer Ansicht nach halt. Nur mal ein Punkt, den ich noch rausnehme.
Wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe Probleme, wenn man über Menschenrechte abstimmt oder so, da ist wirklich das Problem so, Stichwort Ausnahmekatalog. Ja, aber wer bestimmt das auf einmal mit dem Ausnahmekatalog? Na, wenn man von Volkssouveränität spricht und dann plötzlich mit dem Ausnahmekatalog daherkommt, halte ich das für sehr problematisch. Also das sage ich mal zum Nachdenken. Ja, das ist ein bisschen ein Anflug Anfang 19. Jahrhundert. Ja. Ich habe nichts von Ausnahmekatalog gesagt. Ja. Gut. Jetzt passt dazu, was ich sagen möchte. Ich glaube, wir haben nicht so viel Angst haben über die direkten Demokratie, weil ich habe manchmal so das Gefühl, so recht viel schlimmer kann es dann auch nicht werden, als es wirklich jetzt ist. Natürlich ist das kein gutes Argument, aber ich bin bei dir zum Beispiel, welche Spielregeln man festlegt. Minderheitenrechte zum Beispiel kann ich wenig gut von einer, also kann ich wenig gut mit direkter Demokratie überprüfen. Da muss man sich Spielregeln überlegen und da gibt es auch schon welche. Also, da gibt es sehr viele Überlegungen dahinter, wie das gut funktionieren könnte. Und das mit den Grundrechten zum Beispiel oder den Menschenrechten, das finde ich nicht, dass man darüber abstimmen muss. Ich finde soweit nur schon. Und das würde ich nicht gut finden, wenn ich da jetzt jedes Mal wieder abstimme. Das Problem ist nämlich, bei kleinen Entscheidungen, sprich, ich habe einen Vergewaltiger da, die Empörung ist groß, was mache ich mit dem, ist es im Einzelnen das immer schlimmer bewertet. Praktiker, genau dasselbe. Wenn das im Detail abgestimmt wird, ist es immer ganz emotional, das ist ganz besonders hart. Wenn ich über ein Programm abstimme, schaut das ganz anders aus. Über ein Konzept. Und das zum Beispiel würde mir viel mehr gefallen. Also über eben ein Konzept oder ein Programm, das natürlich auch gewisse Sachen nach sich zieht, aber ich möchte zum Beispiel ich möchte diese Lösung haben. Oder ich möchte, dass das passiert und dann gibt es ja einzelne Schritte. Das ist zum Beispiel ein Paktbegriff. Also. Was möchte ich für die Stadt? Das sind leider die Auswirkungen gedacht. Manchmal geht es einfach nicht anders. Und ich glaube, das ist zum Beispiel hat was mit politischer Bildung zu tun, dass man da zum Beispiel auch die Leute vorbereitet, was halt da auch das Problem sein kann. Und ich bin auch, ich weiß, was du meinst, du hast Angst, dass das quasi vorher sein muss und dann das Bedingung. Nachher. Ich glaube, das finde ich auch nicht. Ich glaube, dass man alles gleichzeitig tun soll, aber dass man politische Bildung auch mehr fördern soll. Da habe ich noch einen Einleitungssatz. Genau. Ich bin für politische Bildung, um aber nicht missverstanden zu werden, dann trotzdem. Ich bin schon längst zitiert auf Facebook. Da gibt es schon einige Mechanismen und ich finde, dass manchmal wird da auch im Gegenteil gehandelt, auch aktuell. Also auch zum Beispiel mit Grünen mit dem ESM, dass man dann intern anders abstimmt, als wie man da drinnen abstimmt, finde ich extrem scheiße. Genauso wie die SPÖ, das machen eh alle so. Aber eigentlich herrscht dieser Klugzwang nicht. Theoretisch. Ja, theoretisch herrscht nicht. Und ich bin eigentlich ziemlich angefressen auf alle Politiker, die nicht so abstimmen, wie sie es fühlen und wie sie es eigentlich machen wollen. Das ärgert mich extrem. Und das ist, ich bin bei der VH, da fängt es auch an. Das ist schon ein Teil. Also. Das ist echt furchtbar. Und davon müssen wir wegkommen und da müssen wir auch, ich weiß nicht, ob man da noch mehr hinzeigt auf die Leute und sagt, hey, ihr wisst das genau, ihr habt es eigentlich auch zu anderen Meinung vertreten und jetzt habt ihr so abgestimmt. Das ist ein Verrat. Und das finde ich ganz besonders hart. Und das ist auch in Österreich mit der Freundinwirtschaft ganz gut. Ja. So, das sind jetzt ganz viele Sachen. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu, also nicht, dass ihr einmal auf alles antwortet, sondern versuchen, ein paar Dinge zusammenzutun, weil eines, was mir wichtig erscheint, ist diese Geschichte, geht es nicht eigentlich darum, dass man Politik aufwertet, ja, und wie kann auch direkte Demokratie dazu, also nicht als Bashing von Politikerinnen sozusagen dazu dienen, sondern mit einer Aufwertung des Politischen. Auch diese ganze Geschichte ist nicht direkte Demokratie, genau das, was auch die FPÖ immer fordert, und sind das nicht auch Sachen, die gerade ja, so rechte Politikelemente sind. Da diese erste Frage an euch, ja, was heißt es, Politik wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, dass nicht den Technokratenregierungen kommen? Also diese Idee, wie kann es
gegen das stehen, so sehe ich auch das Spanische. Das wäre so die erste Frage zu diesem Themenfeld, da waren ja einige dazu. Das wird ja angesprochen worden. Genau, fangst du an und dann die Christina. Ja? Und dann ich. Und dann du. Da war ja überhaupt kein Politiker. Ja. Zwei Frauen und der eine Mann, oder was? Nein, jeder hat schon viel Zeit. Ja. Ja. Da war überhaupt kein Politiker-Bashing dabei. Im Gegenteil, ich will zu nie sagen, Politiker sind schlechte Menschen oder rückgratlos. Diese ganzen Geschichten, die so normal kommen im politischen Diskurs und in manchen Zeitungen drin, das wirst du von mir nie hören. Erstens bin ich selbst einer auf Gemeindeebene, ein grüner Gemeinderat, der könnte mich selber bashen, mache ich nicht. Sondern, wenn man genau hinhört, es geht mir schon um das System, das ein falsches ist. Das sind nämlich gute Menschen, und ich kenne ja viele aus allen Parteien seit 15 Jahren. Mit viel bin ich befreundet, mit sehr viel bin ich per Du. Bis Minister hinauf und hinunter, alles. Das sind für mich keine schlechten Menschen. Das Problem ist, wenn du mit ihm im Zweigespräch off the record sprichst, ist ein ganz normales Gespräch mit ganz vernünftigen Antworten auf Augenhöhe. Kaum geht er sozusagen in die Partei oder muss ins Parlament im Plenum abstimmen, dann wird alles anders. Weil dann ist er irgendwem verpflichtet und von irgendwem hat er das Mandat und von irgendwo kommt das Geld und irgendeiner Klientel ist er verpflichtet. Das heißt, ich will eigentlich den Politiker retten, befreien von diesen Zwängen. Und es ist viel angenehmer, jetzt haben wir wieder den Vergleich, in der Schweiz Politiker zu sein. Erstens ist er viel freier und viel weniger sozusagen in Interessen, Lobbys und Geldgeber gebunden. Und zweitens ist das Ansehen der Politiker doppelt, empirisch gemessen, doppelt so hoch wie in Österreich. Denn die Demokratie im Allgemeinen und die demokratischen Parteien und die Politiker, all das wurde abgefragt. In Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Wie zufrieden ist der Souverän, das Volk mit seinen Politikern, mit den Parteien und dem politischen System? Und die Werte waren bei 60% in der Schweiz und in Deutschland bei ungefähr 30% und in Österreich am wenigsten bei ungefähr 25%. Das heißt, wenn man etwas für die Politik machen will, so quasi ein Revival des Ansehens der Politik, weil derzeit sind sie ja, wenn man fragt, bei welcher Berufsgruppe, ja eher bei den Ärzten oder eher bei den Liebesdienern, weiß ich nicht, wo sich die Politik derzeit einordnet bei der Bevölkerung. Wenn man sie dort wieder hinaufbringen will in dieser Rangordnung, und dort will ich sie hinbringen, dann braucht es genau mehr direkte Demokratie. Denn das ist eindeutig so, je mehr man mitentscheiden kann, desto stärker ist das Ansehen dann wieder für die politische Klasse. Und es sind nicht die einzelnen Menschen das Problem, ganz im Gegenteil. Es sind genauso gescheite und weniger gescheite und gute, schlechte Menschen wie wir alle miteinander. Aber das System zwingt sie sozusagen auf Banken, das System zwingt sie auf die Industrie, auf bestimmte Lobbys und Interessenvertretungen besonders Rücksicht zu nehmen. Das hast du das Beispiel der Grünen genannt, das sind die einzigen, wo es nicht so ist. Und das anerkennen auch viele. Ja, also Interviews im Parlament gehabt und da hat man ein Team Stronach-Vertreter gesagt, naja, da sollte man nicht mehr im Parlament und die direkte Demokratie ist eh nicht so ideal. Und dann habe ich gesagt, naja, aber die Lobbyismus und Interesse haben gesagt, naja, die Grünen haben es ja auch geschafft, sich frei zu spielen von Lobbys und Interessensvertretungen. Könnten das nicht alle anderen Parteien anschaffen? Sag ich, ja, könnten schon, aber bisher ist es eben nicht so. Also sozusagen, wir wollten nur auf das eingehen, dann höre ich auf, weil ich nicht Redezeit nehmen, aber die anderen Punkte mal aufgestellt. Super. Ja, du hast auch Achso, okay. Ja? Ja. Ich muss dem Erwin ein bisschen widersprechen, weil, also das stimmt schon, dass das System die einzelnen Menschen so macht, wie sie macht und sie in ein Korsett packt, aber, und dann möchte ich beim ESM anknüpfen, eigenverantwortlich ist dann schon jeder Einzelne oder jede Einzelne, ob sie da mitmacht oder nicht. Jetzt haben wir es als Grüne relativ leicht, weil wir schon aufgrund unserer Struktur da gar nicht so sehr in ein enges Korsett gepackt werden. Es wählen uns in Wien zum Beispiel bis zu 600, 700 Leute auf eine Liste, ja. Nächsten Sonntag ist Landesversammlung. Das heißt, wir sind auch gar nicht so leicht gefährdet, korrupt zu werden, weil wir können ja gar nicht sozusagen voraussagen, dass wir das alles dann bis in die nächste Gesetzgebungsperiode umsetzen werden. Nicht unbedingt, weil alle bei uns die besseren Menschen sind, sondern weil halt bei uns auch aus diesem demokratischen Bewusstsein heraus einfach ein anderes System auch schon allein der Listenerstellung existiert. Bei uns macht das eben nicht die Spitze. Und abstimmen, wie man es fühlt, bin ich vollkommen d'accord. Und ich kann ja nur für mich sprechen. Ich weiß ja nicht, was die anderen bezüglich ESM. Ich habe es überhaupt nicht leicht gemacht. Ich weiß, dass es auch andere nicht leicht gemacht haben. Ich habe mich dann trotzdem so entschieden. Dazu muss ich jetzt stehen, das muss ich jetzt aushalten. Da muss ich mich den Diskussionen stellen, aber ich habe genauso entschieden, wie ich es gefühlt habe. Und ich habe auch schon in anderen Situationen gegen meinen Club entschieden. Zum Beispiel bei den Ortstafeln aus ganz anderen Gründen. Zum Beispiel bei der eingetragenen Partnerschaft gab es zwei Kolleginnen, die dagegen entschieden haben, wo ich dann aus bestimmten Gründen trotzdem mich dazu entschieden habe, obwohl ich auch gern dagegen gestimmt hätte. Also in dieser Situation sind wir ständig.
einfacher wäre es wahrscheinlich, einen Druckzwang zu haben und irgendwie so wie die Kuh der Glocke nachzulaufen. Also bequemer wäre es auf jeden Fall. Insofern unterstellen, möchte ich jetzt einmal allen Kolleginnen unterstellen, innerhalb der Grünen Fraktion, dass sie eben genauso entschieden haben, wie sie gefühlt haben. Die spannende Frage ist, dann stellt man sich auch der Diskussion, nämlich auch der inhaltlichen Diskussion und auch und hält man es dann auch aus, dass man dafür kritisiert wird und wir haben es aushalten müssen, wir haben hunderte Mails bekommen und werden auch regelmäßig darauf angesprochen und das ist halt sozusagen der Teil, den ich aushalten muss. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Konzeption. Man hätte ja ein bisschen sozusagen Angst vor das Volk, weil es so als ist, die C63. Ich möchte hier kurz erinnern, die Deklaration zum Beispiel von Frau Merkel einige Monate her, so die Krise wäre dazu zurückzuführen, dass sie zu den Europäern faul sind. Und das hat nicht nur die Merkel gesagt, das haben Spitzenpolitiker gesagt. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn es anders gewesen wäre, wenn südeuropäische Länder über nordeuropäische Länder in diesen so frech gesprochen hätten. Deswegen so unterzustellen, dass das Volk ungebildet ist, rassistisch etc. Es sind auch die Repräsentativen, die kommen, können genauso rassistisch, korrupt etc. etc. Wie jedes andere und deswegen man muss etwas dagegen tun, natürlich. Man muss diese Vorurteile bekämpfen, man muss mehr Bildung schaffen, etc. etc. Aber die repräsentative Demokratie ist nicht so ein Schutz vor diesen Tendenzen, sondern sehr oft werden diese Tendenzen genutzt, um Stimmen zu bekommen sogar. Das zuerst und dann noch zu dem Thema. Ich denke, es ist auch ganz unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Es gibt Länder zum Beispiel, die Parteidisziplin haben, also es ist nicht nur, dass sie sich vor einer Entscheidung entscheiden, weil es in ihre Interessen so nach mehr Macht in der Partei spricht, sondern es gibt ganz direkt Parteidisziplin, wie es in Spanien oft der Fall ist. Und dann denke ich, es wird auch ein bisschen ausgeblendet, dass die national, wir sprechen jetzt im Kontext Nationalstaaten, aber es ist so der Fall, dass nationale Staaten immer weniger entscheiden können und dass viele Bereiche der Politik sozusagen technokratisiert werden. Ein Beispiel ist die Europäische Zentralbank, internationale Währungsfonds etc. Es gibt eine Reihe WTO, es gibt eine Reihe von Entscheidungen, die nicht gar nicht unter Bürgerkontrolle stehen und das ist auch sehr relevant, wenn wir über Demokratie sprechen. Ich wollte sagen, dann eine Sache, die auch nämlich oft gekommen ist, ist diese Frage von Spielregeln. Ja? Und da weiß ich ja, da war dann auch die Sache, es ist toll, wenn 100.000 Leute demonstrieren, ja? Aber wie ändert man das Spiel? Ja? Und wie ändert man Spielregeln? Kannst du da aus Spanien sagen, was sind da eure Vorstellungen in Richtung Wahlrecht, in Richtung Verfassung? Ja, wir denken, es braucht einen demokratischen Konvent, also sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene. Da sind wir, es gibt über 150 Organisationen in Spanien, die hinter dieser Bewegung sind. Also es ist eigentlich ein Netzwerk von Bewegungen, die zuerst mal ein Referendum über die Maßnahmen, die sozusagen, so wie die Regierung argumentiert, aus Europa kommen. Möchte, aber noch dazu engagieren wir uns wie mehr Demokratie auf europäischer Ebene vor einem europäischen und nationalen Konvent, denn wir glauben, ohne die Spielregeln zu verändern, also ohne die Verfassung zu revidieren, ist kein Ausweg möglich. Und um das zu schaffen, können wir nichts anderes machen als den gewaltfreien und friedlichen Druck
einsetzen, wie es in Island gesehen ist und wie es in den arabischen Frühling gesehen ist. Also uns wurde gefallen, dass es mehr Strategien geben konnte, aber es gibt gar keine andere, natürlich, weil wir eine völlig gewaltfreie Bewegung sind. Eine Sache, die ich weiß, ob du jetzt nicht gesagt hast, sondern die spanische Verfassung ist ja eine, die noch von der Diktatur gemacht und verhandelt wurde. Also das ist ja nochmal ein Spezialfall, weil unsere ist nach dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg gemacht worden. Die spanische ist ja ein Kompromiss mit der Diktatur gewesen und nie geändert worden. Also dann, das ist nochmal ein Spezialfall, der Spanien auszeichnet. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt ein bisschen geordnet, aber es sind noch wahrscheinlich einige Sachen da gefahren. Und ich würde jetzt gerne auch 1, 2, 3 euch die Gelegenheit geben, noch abschließende Worte zu sagen. Wenn du anfängst, Herr Wiener. Ja, manches geht schnell, manches in 2, 3 Sätzen. Parkpickern ist gefallen. Sehr kurz und dann. Geht ganz kurz. Parkpickern, das ist ein Parkpickern. Habe ich schon. Da gibt es viel Angst, dass bei falscher Fragestellung das falsch entschieden werden könnte in Wien. Ja, das ist richtig, kommt aber tatsächlich auf die Fragestellung an. Es ist schon gefragt, ob Konzepte oder nur eine Einzelmaßnahme. Wenn es ein Initiativrecht gäbe, könnte sozusagen auch das Volk eine richtigere Fragestellung zur Abstimmung bringen. Also derzeit ist es so, geschrieben haben von der FPÖ und der ÖVP. Moment, langsam. Genau. Also, kurze Antwort. Könnte eine richtigere Fragestellung zur Abstimmung bringen. Kann aber dann, das muss man schon noch sagen, da habe ich vorhin einen längeren Punkt gehabt, aber in aller Kürze, direkte Demokratie geht nicht immer so aus, wie man es haben will. Das heißt, man muss dann auch akzeptieren. Einen Einwurf vom Volk oder mehrere Einwürfe vom Volk? Mindestens einen. Das haben wir bei der partizipativen Demokratie, wo wir alle gemeinsam einen entwerfen sollten. Also es braucht einen An, der irgendwie entsteht vom ÖVP und FPÖ-Wählern, sondern es braucht quasi, wenn es nur einen gibt, wo alle mitsprechen können. Aber der steht. Eigentlich steht da bei mir nur, ist gleich Zürich da. Warum? In der Schweiz gibt es unterschiedliche Direktdemokratiemodelle auf kantonaler Ebene, auf städtischer Ebene und auf Bundesebene. Da gibt es unterschiedlich stark ausgeprägt. Zürich gehört zu den Vorzeigestädten, die haben am meisten direkte Demokratie und ist eine Vorzeigestadt in der Verkehrspolitik und wird ständig genannt, von Grünflächen bis Straßenbahntakt, bis Parkraumbewirtschaftung, bis alles, wird ständig Zürich genannt. Schauen wir sich nur die VZÖ-Publikationen durch, die ich da und lese, steht ständig Zürich drin. Da gibt es ganz viel direkte Demokratie. Das heißt, ich will damit nur sagen, es kommt darauf an, wo man abstimmen lässt, aber das kann auch gut ausgehen. Ob es in Wien gut ausgeht, gibt es keinerlei Garantie. Stichwort war dann Fristenlösung, Todesstrafe, Asyl, Grundrechte, Vergewaltiger. Das habe ich alles zusammengefasst. Also sozusagen, es kann schlimm ausgehen. Erste Antwort darauf wäre, ja, all das kann in der indirekten Demokratie auch passieren. Also wir hatten schon eine schwarz-blaue Regierung, gewählt, ja. Zur Todesstrafe. In Polen sind die zwei Kaczynski-Brüder angetreten, der eine als Ministerpräsidentskandidat, der andere als Präsidentschaftskandidat und gesagt, wenn wir gewählt werden, führen wir die Todesstrafe in Polen ein. EU-Recht hin oder her, es interessiert uns alle nicht, da kommt die Todesstrafe. Hat irgendwer die von der Liste gestrichen, gesagt, die dürfen nicht antreten, hat wer die Parteien verboten, hat was aus der EU ausgeschlossen, nichts dergleichen ist passiert. Sondern man hat es lassen und dann ist halt doch nicht die Todesstrafe gekommen. Weil mit dieser sagen, da müsste man gleiches Recht anlegen. Und wofür wir plädieren für mehr Demokratie ist, dass man gewisse Standards an Menschenrecht, an zwingendes Völkerrecht anlegt, wo auch der Nationalstaat nicht entscheiden kann. Auch Österreich nicht. Aber das muss, und das ist der springende Punkt, für beide gelten. Das darf weder im Parlament entschieden werden, noch beim Volk. Was ich nie verstehe ist, all die Aufregung von den Asylbemühten, Grundrechtsbemühten, Todesstrafeverweigerern, wo ich selber dazugehöre, ist, naja, wenn es ein Parlament entscheidet, in den meisten, in 25 US-amerikanischen Bundesstaaten gibt es die Todesstrafe. Vom Senat eingeführt, ja. Dann hat man weniger Problem. Wird es in einer Volksabstimmung entschieden? Das ist schlimm, weil das Volk hat sich so entschieden. Also für mich ist es gleich schlimm, wenn Todesstrafe, Asylrechtseinschränkungen kommen. Ja. Ich sage ja nicht, dass du das, aber ich sage, der springende Punkt ist, einen Maßstab für beides. Und man kann nicht sagen, bei dem einen akzeptiert man es und bei der anderen Methode kann das Falsche rauskommen. Ja, das war, ja. Wer sind die Initiatoren? Da gibt es detaillierte Spielregeln, nur in Kürze. Natürlich kann nicht jede Einzelperson sozusagen einen einzelnen Vorschlag vorlegen, sondern kann nur aus der Praxis berichten, wie es in der Schweiz läuft. Man hat eine Idee.
war selbst ja auch schon ein Initiator in Österreich beim Volksbegehren, weiß, wie das läuft. Da muss man schon am Anfang ganz viele Kompromisse schließen, um möglichst viele dazu zu bekommen. Also auch diese Ansicht, die da oft immer mitschwingt, der Heinz Mehr hat schon wieder gesagt, direkte Demokratie bedeutet ja, nein, gibt es keine Kompromisse, indirekte Demokratie heißt ganz viel Verhandeln, heißt Kompromiss und deswegen ist besser. Stimmt überhaupt nicht, denn in der direkten Demokratie muss genauso viel auf Kompromisse abgezielt werden, schon in der Beginnerphase, wenn Initiatoren sich zusammentun. Wie viele zum Beispiel NGOs aus der Umweltbewegung musst du in der Schweiz hinter die Alpeninitiative bringen, um überhaupt eine Initiative einbringen zu können? Ganz viele Kompromisse, ganz viel Streit ums Wording. Wenn dieses Wording einmal pickt, musst du Unterschriften sammeln gehen. Und dann sozusagen erst wenn 100.000 unterschrieben haben, dann ist das legitimiert. Und dann sind die dort Eingetragenen die Initiatoren. Das heißt, die Beantwortung der Frage ist, so werden die ausgewählt. Indem unter einem Text sich Unterschriften sammeln und sagen, der Text gefällt uns, wir stehen dahinter. Die haben dann ein gewisses Mandat mit dem Parlament zu verhandeln. Wenn das sozusagen nicht in diese Richtung geht, ich will jetzt nicht alle Stufen von der Schweiz erklären, also wenn die Volksabstimmung, wenn die vom Parlament nicht umgesetzt wird, kommt es zur Volksabstimmung. Damit nicht im Hannes Meyer recht hat. Schauen wir, was wird mit der Initiative. Aber ich wollte das beantworten, ist, wer sind die Initiatoren? Ja. Gut, so wollte ich dann abbrechen. Nein, passt drauf. Anknüpfend an den Erwin, da könnt ihr dann die Repräsentative was lernen, wenn sozusagen eine Übereinkunft über Grundrechte, Menschenrechte, was auch immer sonst noch existiert, da bin ich voll mit dir d'accord. Ich werde regelmäßig gefragt von Skeptikern der direkten Demokratie, ob ich nicht Angst vor unvernünftigen Entscheidungen des Volkes habe. Und mein Standardsatz dazu ist, ich sitze zwischen ÖVP, ich sitze zwischen BCD und FPÖ im Parlament, genau eingekeilt. Das sind auch unvernünftige Entscheidungen aus meiner Perspektive. Ja? Es ist den Wählerinnen, die diese gewählt haben, gegenüber wahrscheinlich arrogant und undemokratisch, aber genau das ist meine Überzeugung. Ja? Ich finde es auch nicht vernünftig, dass die da links und rechts von mir sitzen. Trotzdem ist es die Spielregel der Demokratie, dass es so ist. Und genauso gilt das Gleiche gilt für die Entscheidung. Und das bringt mich zu dem, dass ich überhaupt, also nämlich auch diese ganze Diskussion rund um politische Bildung, die von dir, glaube ich, nicht so gemeint war, aber vom Heinz Mayer, glaube ich, schon, ja, regelmäßig all diese Punkte angebracht werden, die genauso für die repräsentative Demokratie gelten und bei der direkten Demokratie sozusagen aber als Punkte angeführt werden, warum direkte Demokratie nicht geht. Und ich glaube, da muss man sich entgegenstellen, aber man darf auch nicht blauäugig sein. Und natürlich gibt es einen Grund, warum die FPÖ auch für direkte Demokratie ist. Und da möchte ich jetzt nicht allen unterstellen, dass sie hier niedere Motive haben, aber natürlich erhoffen sie sich, wenn sie in einer Regierung sind, dass sie dann unangenehme Entscheidungen irgendwie auslagern können, um sich nicht positionieren zu müssen. Ja? Keine Frage. Und das bringt mich zum letzten Punkt, am Beispiel des Backpickerl, ohne dass ich in die Backpickerl-Diskussion intensiv einsteigen mag. Aber das zeigt ja schön, nämlich auch für uns Grünen, und ich glaube, damit müssen sich auch die Grünen auseinandersetzen, dieses Spannungsfeld, wie es dann ist, wenn man regiert und gleichzeitig sozusagen direkt demokratische Instrumente hat. Und da sage ich, die Kultur der Grünen und auch der Ruf der Grünen nach direkter Demokratie oder auch die Programmatik der Grünen, was die direkte Demokratie betrifft, darf nicht dazu führen, dass man keine Regierungsentscheidungen mehr trifft. Ja? In die Regierung gewählt oder gewählt wurde Maria Vassilakko, damit sie Entscheidungen trifft und auch unpopuläre Entscheidungen trifft. Aber meinem Verständnis nach, unserem Verständnis nach, soll es eben auch Möglichkeiten geben des Volkes, der Bürgerinnen, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und das Problem bei solchen Diskussionen wie der Backpickerl-Diskussion ist doch das, dass man hier auch wieder, und da geht es wieder um die Frage Kompromisse, auf Ja, Nein oder auf Ob-Entscheidungen zusteuert. Und das hast du eh schon gesagt, ja, der entscheidende Punkt ist, Konzepte abzustimmen. Es wird niemand in Wien, der halbwegs denkt, abstreiten können, dass es hier Verkehrsberuhigung braucht oder dass es hier Konzepte rund um die Verkehrsberuhigung braucht. Also es geht nicht um die Ob-Frage, sondern es geht um die Frage, welche Varianten. Und Christoph Keuher, mit dem ich, der ja auch ein Gegner der direkten Demokratie ist und mit dem ich vor dem Sommer sozusagen ein Streitgespräch machen durfte, dass man auch auf Ich mache Politik, die glaube ich nachsehen kann und auf jeden Fall auch auf YouTube, der hat genau das eingebracht und hat gesagt, wie oft in der repräsentativen Demokratie handelt man aus und kommt dann zu einem Kompromiss und so. Ja, aber das braucht es eben dann auch in der direkten, in partizipativen Prozessen und dafür ist einfach die Fragestellung entscheidend. Wenn ich nur hingehe und Ja oder Nein abstimmen kann, dann ist es wahrscheinlich zu wenig, da braucht es sicher diese Vorgeschichten. Ein letztes, wenn wir immer von der Repolitisierung sprechen, dann frage ich mich schon, ob
das nicht so ähnlich ist, wie früher war alles schöner und jetzt ist alles so schief, weil ich frage mich schon, was heißt reden in dem Zusammenhang? Ja, wann war es wirklich politisierter oder weniger, also das wäre auch nochmal eine spannende Diskussion. Dass ich das deswegen auch gut finde in der direkten Demokratie, weil die Leute dann vielleicht auch feststellen, dass es manchmal einfach keine perfekten Lösungen gibt. Und die Parkbücker-Diskussion ist für mich, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, das interessiert mich auch nicht, aber ich glaube einfach, dass es in dem Sinn wahrscheinlich keine ideale Lösung gibt. Es gibt zu viele Autos, es gibt zu wenig Parkplätze, das ist scheiße, was machen wir? Es gibt schlechte Luft, es gibt Genau, also das ist ich glaube, dass es keine ideale Lösung gibt und ich fände das auch interessanter, dass die Leute das dann auch verstehen, wenn sie sich dann mehr damit beschäftigen und sagen, ja, ich kann jetzt zwischen A und B wählen, aber eigentlich finde ich beides nicht gut, aber B ist dann derjenige Schlimmer. Und dass man sich dann halt auch dessen bewusst ist und dass es dann auch vielleicht Konsequenzen für einen selbst bedeutet, weil es nicht die ideale Lösung gibt. Also ich glaube, dass das auch dieser Prozess ganz wichtig wäre, das festzustellen, hey, manchmal geht es halt nicht. Ja. Aber was ich zwecks Politik manchmal eben schade finde oder Politiker, ist es eher so dieses das Kalkül. Also dieses, ich will da so und dann machst du das so. Also macht die andere Partei so. Das ist halt das, was ich zuerst mit Verrat gemeint habe, dass man eben nicht dazu steht. Und das finde ich, da gebe ich dir sehr recht, also da, fände ich sehr schön, wenn es da mehr Mechanismen und mehr Bewegungen in die Richtung geht, dass das halt eben, dass es mehr abgeschafft wird. Also das ist Freund der Wirtschaft und Kalkül und eigentlich die Leute haben die Politiker auch deswegen gewählt, weil sie das wollen, was sie sagen, nicht eine Umschade oder eine interne Abstimmung. Ja. Ja, eigentlich der Herr hat eine ganz konkrete Frage gestellt, die ich später antworten werde, weil ich denke nicht, dass es jetzt ganz schnell eingegangen werden kann, die Frage nach den Entwicklungen seit dem Sommer, wo er im Sommerakademie war. Ich wollte mich ganz einfach vor der Diskussion bedanken, es war für mich auch sehr bereichernd und als einer der Punkte für weitere Diskussionen, das ich hoffe, wir weiterführen werden, wir sind die Machtfrage überhaupt nicht eingegangen. Und ohne diese Machtfrage kann man natürlich die Idee der direkten Demokratie überhaupt nicht in den Kontext stellen, denn das ist sehr verbunden mit der Frage zum Beispiel nach den Medien, wen gehören der Medien. Und natürlich, wenn wir über direkte Demokratie und politische Bildung sprechen, dann muss diese Machtfrage angegangen werden, weil es ist nämlich kein Zufall, dass die mehr Zeit haben, auch die besser verdienen dann sind und die auch oft mehr Einfluss als jede andere Bürger in den Entscheidungen haben. Also das ist eine sehr breite Frage, die natürlich nicht hier jetzt eingegangen werden kann, aber ohne diese Frage macht vielleicht diese Diskussion nicht so viel Sinn. Ja. Ja, vielen Dank, dass du noch eine Abschlusslektion erteilt, die wir hier mitnehmen können für eine weitere Veranstaltung. Ich glaube auch, also es ist ja mehrmals gekommen, auch die Bedeutung der Medien, das habe ich schon für ein sehr wichtige Geschichte gehalten, weil das ist ja dann de facto politische Bildung, auch wenn es dann manche als Desinformation bezeichnen, aber die Köpfe der Menschen werden halt ganz wesentlich über Gratiszeitungen und anderes gemacht und sind eben in das einzubeziehen und es ist natürlich, da gebe ich dir dann auch recht, ungerecht, das immer nur dann anzuführen als Argument, wenn es gegen die direkte Demokratie geht, aber es ist, ich würde sagen, es ist ein großes demokratiepolitisches Thema und Problem, deswegen habe ich da auch nachgefragt mit dieser Idee, Plätze zur Verfügung zu stellen für zivilgesellschaftliche, für Bürgerinnen Anliegen. Das würde ich ja über solche Sachen hinaus grundsätzlich als etwas Anstrebenswert und Diskussionswürdiges sehen. Ich bedanke mich bei euch für die spannenden Beiträge und bei euch, bei Ihnen fürs intensive mitdiskutieren und da wir so
Punkt genau 120 Minuten hier geredet haben, gibt jetzt auch im Anschluss daran die Möglichkeit, die spannende Frage beantwortet zu bekommen, was in Spanien in den letzten Monaten passiert ist, und gemütlich zu plaudern, die das beim Plaudern ausklingen lassen wollen. Vielen Dank, ja, und bis zum nächsten Mal.